Willst echt die Erklärung, was denn überhaupt genau Pen and Paper ist, Gippen? Mutig. Wo sind wir denn jetzt? Im Moment seid ihr in der Höhle und Dinge sind passiert. Da drüben liegt ein Haufen ehemals mal Halbling. Darüber steht ein sehr blutig aussehender Typ in Uniform. Hinter euch ist gerade eine große leuchtende Tür erschienen und aus dem Gang sind deine Kollegen rausgekommen mit dem typischen Oh hell no Gesichtsausdruck. Mhm. Sehr viel Sand. Wir wollen ja, da nicht. Wir haben Dinge gesehen. Geht da nicht rein. Ja. Ja, ihr seid in der Höhle. In dem Moment, als sich diese Person in dem Gang umdreht, fängt die Höhle an zu beben und einige Stücke fallen von der Decke und das gesamte Ding scheint sich abzusenken. Der Wasserspiegel steigt. Oha, können wir aus dem Ausgang zurück, wo wir hergekommen sind? Oder ist er versperrt? Der Ausgang besteht aus einem Boot, das gerade so noch da ist. Ich würde zum Boot rennen und versuchen, Richtung raus zu... Und dann noch schließe ich mich an. Ja, und dann noch zu da drin. Kommt ja. Mit. Raus hier. Alle raus dort. Ja, gut. Dann sollten wir damit gut gehen. Dann ich nehme meine kleinen Beine in die Hand und laufe so schnell es geht. Richtung Ausgang. Boot. Ja, sobald drei drin sind, würde ich anfangen mit Rudern. Gut, wer ist als letztes gekommen? Wahrscheinlich die mit den kurzen Beinen, oder? Mit kurzen Beinen. Ich springe aber hinterher. Also Zwerg oder Halbling? Ich springe hinterher. Ich glaub, Halbling ist langsamer. Ja, das. Na, obwohl Zwerg eigentlich. Deshalb, wollt ihr jetzt auswürfeln? Wie hoch ist euer jeweiliges Geschick? Also Hobbits können rennen. Zwerge, wir haben Herr der Ringe geguckt. Geborene Kurzstrecken-Sprinter. Das ist da. Genügend Pistolen, um bergab und auch nur, wenn sie stolpern. Einigen wir uns darauf, dass wir alle reingeschafft haben. Also wir können gerne auf Geschick werfen. Ich habe 100%ig das höhere. Die drei normalen Leute haben es reingeschafft und Zwerge ist so ist heldenhaft hinterhergesprungen und hängt noch so halb am Boot dran, während wir von raus rauszurudern. Ich klettere noch mit rein. Mit aller Kraft. Gut. Gut, dann rudert mal. Jo. Kann jemand von euch rudern? Das ist die Frage. Rudern ist kein Skill, den du brauchst, um... Keine Ahnung. Rudern ist kein Skill. Okay, ich stell die Frage anders, möchte jemand von euch rudern? Nee, Rudern ist kein Skill, den du normalerweise brauchst, um zu fahren. Rudern ist ein Skill, den du brauchst, wenn du aus einer sich absenkenden und kollabierenden Höhle schnellstmöglich rausrudern möchtest. Mit auf was muss man werfen? Auf Rudern. Wer möchte es versuchen? Auf welchen Grundsatz meine ich? Dann machen wir doch einfach mal Stärke, weil ihr müsst Geschwindigkeit aufbauen mit Kraft. Gut, dann werde ich wahrscheinlich nicht rudern. Ich habe, glaube ich, nicht die höchste Stärke. Ich habe auch keine Stärke. Ich habe 30. Ich weiß. Ja, gut. Ich hätte 40 aufgeschickt. Ich bin Hobbits-Dame. Ich könnte Wahrnehmung oder sowas machen und sagen, wo Felsen runterkommen, die das Wasser ausweichen. Du darfst gerne auf Wahrnehmung würfeln, dann sage ich dir, was du wahrnimmst. Siehst. Generell könnt ihr würfeln, auf was ihr wollt. Ich sag euch, was passiert, wenn ihr das tut. Ja, okay, ich hab's nicht geschafft. Du würfelst auf Wahrnehmung und spürst, wie dir ein Stein ins Gesicht fliegt. Das ist Mordis Job. Heute bin ich mal nett. Ihr lasst alles hinter euch und ihr rudert. Ja. Wie gut hat der Ruderer gewürfelt? Er hat noch nicht gewürfelt. Gut, dann werfe ich halt auf Rudern. Ach, hier ist der Browser. Hat geklappt. Wow, ich hab heute sogar gut geworfen. Wow, es hat gut geklappt. Ja, der Zwerg rudert wie kein Zweiter und ihr schafft es tatsächlich, gut Distanz aufzubauen. Ey, pass auf, da von links ist ein Felsen. Wir müssen nach rechts. Nach rechts! Nicht so weit nach rechts, wir nach links. Wir sind wieder auf dem auf dem offenen Meer. Ihr seid jetzt gerade aus der Höhle rausgekommen. Was ihr seht, sind ein Schiff mit einem sehr großen Loch im Bug und ein anderes, das gerade in seinen letzten Zügen brennt. Ist es stürmisch oder ist wenigstens draußen? Ja, es stürmt. Es stürmt, sehr gut. Yeah, no. Juhu. Lass mich raten, unser Schiff ist am Untergehen. Beide.
Weiter. Fantastisch. Ach so, ja gut. Guter Boot ist groß genug. Nee, keine Ahnung. Was wollen wir machen? Nein. Lass uns erstmal am Strand gehen. Wir können, denke ich, nichts weiter tun. Ich will nicht auf einem sinkenden Schiff sein. Ja, wo wollen wir dann hin? Ich glaube, wir sind mitten im Nichts. Ihr seid mitten im Nichts hinter euch. Die Insel senkt sich. Ihr seht auf jeden Fall, dass noch ein oder zwei, könnt ihr nicht genau sagen, Schatten nach oben kommen, und wo genau hin, seht ihr nicht. Was ist denn so? Das sind wir gerade so knapp gekommen. Die anderen beiden haben scheinbar auch überlebt. Okay. Ja, okay. Wir sollten die auf jeden Fall aufs Ruderboot holen. Zumindestens. Also wir sollten sie nicht sterben lassen. Okay, wenn du möchtest, dass die beiden aus der Höhle sind. Sehr seltsamer Fakt. Ich meinte vom Boot. Ich hab gerade gefragt, da wisst ihr nichts. Das ist zu weit weg, als dass ihr es mit sehr geringer Wahrnehmung seht. Okay, ja gut, dann habe ich es gerade. Sinkt unser Schiff schnell? Oder welches Schiff ist eigentlich in einem besseren Zustand noch? Sag keines. So. Also lange macht keins von beiden. Ja, wir sollten hier in dem Boot bleiben. Und das ja, sind wir schon anders gegangen. Und wir sind noch im Ruderboot, aber wenn wir jetzt hier im Ruderboot bleiben, verlassen wir diese Insel nicht mehr. Außer ihr könnt ein neues Boot bauen. Großes also nicht Boot. Aus dem Nichts. Naja, aus dem Trümmern. Ich schon ein bisschen was. Wir könnten vielleicht hingehen und gucken, wie schwer der Schaden ist. Vielleicht können wir ihn noch irgendwie reparieren. Erstmal müssen wir gucken, dass wir mit diesem Boot hier irgendwie durch diesen Sturm steuern. Das war das irgendwie sehr ziemlich. Irgendwie müssen wir da irgendwie mal hinkommen. Ja, dann lass dann auf Richtung unser sinkendes Schiff. Gucken, ob man da noch irgendwas retten kann. Die Frage ist, wer hat es kaputt gemacht? Wir hatten im Vorjahr einen Kampf mit dem anderen Schiff. Wahrscheinlich die. Stimmt. Ihr spürt, dass hinter euch sich eine Art, ja, das Gegenteil eines Strudels auftut und mehrere Wellen. Okay, gut. Von einem Zentrum ausgehen. Es scheint, als würde das Wasser von da weggeschoben werden. Oha. Oh, hell no. Lass uns an weg hier. Gehen. Weg hier, an weg den hier, Strand hier. Und möglichst weit weg. Aktuell ist kein Strand in der Nähe. Es können gibt sich hier in der Stunde wieder ändern, aber im Moment habt ihr keine Landmassen. Also erstmal Richtung Schiffe. Versuchen überleben. Erstmal weg hier. Hauptsache erstmal weg hier. Ihr könnt auch nochmal Wahrnehmung würfeln. Dann würfel ich nochmal Wahrnehmung. Alle? Die oder? Sollte bei mir auch nicht so scheiße sein. Ja klar, alle. Ein D100 oder? Wenn ich meinen Bogen finde. Ja. Ist geschafft. Ah doch, die ist absolut grauenvoll bei mir. Okay, einer. Oh, eine nette kleine 100. Ist sogar sehr gut geschafft. Wow. Ja, gut, ich sehe nichts. Negiert durch eine 100. Du siehst sogar so wenig, dass du dabei stolperst und euch alle zumindest zum Hinfallen bringst, weil ihr zu spät. Ja, es ist so dunkel, ich bin nachtblind. Es ist hier der ich Sturm. Ich bin nachtblind. Ja, stimmt. Der Sturm. Ich bin kein Zwerg. Zwerg. Das passt schon. Aber nachts, das ist so ein bisschen, nachts bin ich ein bisschen unorientiert. Du hast einfach deine Brille vergessen. Verdammt nochmal, passt doch auf. Mein Monopol ist doch. Ihr seht gar nichts, aber ihr hört danach einer kurzen Weile die Wellen schon durchaus eine gute Höhe erreicht haben und euch ein Stück abgetrieben haben. Hört ihr tatsächlich Stimmen. Es scheint tatsächlich ein Schiff in der Nähe angekommen zu sein. Ein sehr schnelles sogar. Was genau? Dafür reicht es euch leider mit einer 100 im Team nicht. Ich habe nichts gehört. I cast Fireball, um ein Lichtsignal zu machen. Oh Gott. Gut, dann würfeln wir einen W20. Aber ich bin die das Abenteuer jetzt zerstört. Hey, ist vollkommen okay, will nur nach oben. Ja, ich will nach oben den Feuerball schießen. Würfel mir einen W20. Was? D20. Okay, das passt schon. 5. W20, ja, doch, ja, ist es. 5 ist. Schaffst einen sehr kleinen Feuerball nach oben. Er ist vielleicht sichtbar für ein paar Sekunden. Es könnte gereicht haben. Der Effekt war nicht sonderlich groß. Ja, okay. Es war kein. Naja. Nicht die beste Leistung.
Also wir sehen dadurch nichts. Also ich vor allem nicht, aber... Nee, aber es ist ja auch nicht dunkel. Also es ist ja naja, doch, ein Sturm ist schon ziemlich düster. Naja, es ist dunkel, außerdem... Aber ja, gut. Doch, im Moment ist es dunkel. Aber ein Sturm macht auch Sachen dunkel. Auch wenn es Tag ist. Ja, außerdem geht es darum, dass wir gesehen werden und nicht... Richtig. Der Feuerwall war trotzdem schlecht, aber ihr wurde auf jeden Fall gesehen. Das ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Das wisst ihr tatsächlich nicht. Es wird tatsächlich... Ja, mein Gott, Ruby, wollt ihr den Rest eures Lebens auf diesem mickrigen Boot im nicht inmitten von nirgendwo sein? Oder wollt ihr auf irgendein größeres Schiff? Da bin ich mir nicht also so sicher. Also mir wäre es relativ egal, hauptsächlich hier runter. Von mir aus können die auch Stress wollen. Ja, gute Aussage, denn es wollen sie vermutlich tatsächlich, weil kurz darauf so eine Art Harpune mit einem Seil durch die Wand von eurem Beiboot gefeuert wird und ihr rangezogen werdet. Ja, nice. Ja, großartig. Wie wär's, wenn wir versuchen, diplomatisch ranzugehen? Eventuell kann man sie ja überzeugen, uns nicht sofort zu töten. Okay, ich bin die Diplomatin hier im Boot. Man kann auf jeden Fall versuchen, nicht zu Ich habe zumindest am meisten Skill darauf. Eindeutig. Ja, vielleicht könntest du... Okay, wir sind aber noch nicht an Bord, oder werden wir an Bord geholt, oder wie sieht das aus? Ihr werdet gerade an Bord gezogen. Was für ein Schiff ist es denn? Sagt uns die Flagge vielleicht irgendwas? Hast du einen Wert, auf den du da würfeln kannst? Wahrnehmung? Ich hätte Wahrnehmung, ich hätte Magie erkennen. Ja, ich könnte sagen, ob es magisch ist oder nicht. Wenn du das tun willst, kannst du das gerne tun. Du willst auf Magie erkennen würfeln. Ja, ich möchte wissen, ob irgendwas magisch an diesem Schiff ist. Das ist sogar ausgezeichnet geschafft. Okay, dann... Ist er blind? Nein, das Schiff ist nicht magisch. Ah, schade. Es sind sehr wenige Dinge in dem Bereich der Welt sind magisch. Aber du siehst tatsächlich, beziehungsweise spürst, dass irgendwas Magisches sich zumindest an Bord oder in der Nähe des Schiffs befindet. Okay, ich trete hervor. Ob es eine Person oder irgendwas anderes ist, weißt du nicht, aber... Ich trete nach vorne und guck die erste Person, die dir begegnet und stricke die Hand entgegen und sage Stolzknopf, Ruby, mein Name. Wir sind hier auf dem Ozean unterwegs und mit diesem kleinen Beiboot erlauben es an Bord zu kommen zu dürfen. Würfel doch mal auf Charisma. Kann ich irgendwie den... Gibt es eine Möglichkeit, den Captain zu sprechen? Würfel doch mal auf Charisma. Andere Frage, sind es Menschen oder sind es... Es sind 99% Menschen. Vielleicht ist irgendwo ein bisschen was anderes noch mit reingemischt, aber nichts, das du erkennen könntest. Okay, es sind Menschen. Okay, während ich mal würfel... Tragen auch tatsächlich Uniformen. Frage ich mich, was mit unserer Crew passiert ist. Was eigentlich mit unserer Crew passiert. Charisma habe ich nicht geschafft. Okay, gut. Dann bist du durchaus grob an Bord geholt, genauso wie die anderen. Joa. Was ist denn eigentlich mit unserer Crew passiert? Mit dem Einhorn, mit dem... Mit Thaddeus? Keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich untergegangen mit unserem Schiff. Weißt du nicht, vielleicht sind sie noch da, vielleicht nicht. Guten Tag, die Herren. Wir sind etwas schiffbrüchig. Wären Sie vielleicht so freundlich, uns bis zum nächsten Hafen mitzunehmen? Ein recht großer, gut durchtrainierter, etwas älterer Mann in einer sehr schönen Uniform tritt vor, auch unangenehm nah vor, sodass du seinen Atem auf dem Gesicht spüren kannst und sagt zu dir: Zum nächsten Hafen. Das hätten wir doch sowieso getan. Dreht sich zu seinen Männern um. Sieht aus, als hätten wir einen sehr guten Fang gemacht heute. Bringt sie runter. Ich nehme an, es sind Soldaten oder königliche Marine oder sowas. Nicht königliche Marine, es ist diese große Handelsgesellschaft, mit der ihr schon das Vergnügen hattet.
Diese Arschlöcher, die sich für was Besseres halten, aber leider die Erlaubnis haben, kann hier ich mal auf Menschen sorgen. Kann ich mal auf Menschen Kenntnis würfeln? Darfst du? Ob ich da irgendwie erkenne, was die mit uns vorhaben oder was deren Willen ist jetzt da, ob die fiese Leute ja, sind, die uns da übel antun wollen da. Also, so viel kann ich dir schon mal sagen. Für gewöhnlich ja. Nein. Genau. Habe ich nicht geschafft. Also, du weißt ich auf jeden Fall, ja, die mögen euch nicht besonders. Ihr hattet auch schon mal das Vergnügen, ob jetzt genau mit diesem Mann, weißt du nicht mehr. Aber die sind bedeuten für gewöhnlich Ärger. Jetzt habe ich die Seite verlassen. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele sind es denn? Okay. Das kann ich dir sofort sagen. Es sind genau. Wenn das alles mal lädt. Moment, Entschuldigung. Darf ich dabei mal auf Piratenwissen würfeln, ob ich da weiß, ob mit wem ich es zu tun habe? Oder 16 Leute an Bord, die du siehst. Auf Piraten? Also könnte man schaffen, aber. Oh boy. Doch ein paar mehr. Bringt's etwas auf Piratenwissen zu würfeln, um zu gucken. Um zu wissen, mit wem man es da genau zu tun hat, oder ja, sind das keine Piraten, oder? Okay, dann würde ich Piraten sind es nicht, aber sie jagen euch für gewöhnlich, weil das gutes Kopfgeld gibt. Übrigens auch für euch. Soll ich mal würfeln? Ja, natürlich darfst du das. Nein, habe ich nicht geschafft. Ich würfel heute schlecht. Dann weißt du nicht, wer das genau ist. Also, die Würfe kommt sind das Gesicht vage bekannt vor, aber du könntest nicht sagen, wer. Also, während wir weggeschafft werden, würde ich noch rufen, guter Mann, ich hatte mitgekriegt, dass hier etwas Magisches an Bord ist. Ich bin Zauberer, vielleicht könnten wir in einen Handel kommen. Ich könnte euch bestimmt Du wirst ignoriert. Ja, schade. Du wirst konsequent ignoriert. Nachdem du gesagt hast, du bist Magier, werden dir tatsächlich die Hände gefesselt mit mit irgendwelchen sehr fast schwarzen Handschellen und du spürst, es wird sehr schwer, jetzt nochmal irgendwas zu zaubern, solange du die Dinger trägst. Das war eine gute Idee. War Magie nicht so halb illegal? Nein, das war DSA. Ach so. Ja, das ist DSA. Ja. Du verwechselst die Systeme. Nee, ich meine zumindest, dass du bei Dingen gemacht hattest, dass magische Gegenstände zumindest illegal sind. Diese sehr krassen Dinger, ja, sind sie auch noch, aber davon habt ihr nicht ansatzweise irgendwas. Okay. Ihr habt nichts, was Berge sprengen oder die Realität verändern kann, von daher alles cool. Das meine ich in diesem Abenteuer nicht, in diesem Abenteuer, Modi. Ja, im letzten hättet ihr vielleicht Probleme gehabt, dann wiederum, da wart ihr auch noch offiziell unterwegs. Die Herrschaft der Schatten hat ein paar Sachen, die gut. Da könnt ihr vielleicht auch wieder welche kriegen. Ja, könnte ich vielleicht versuchen, meinen Unsichtbarkeitszauber zu wirken, meinen einfachen, um zu entkommen und mich irgendwo zu verstecken? Kannst nicht zaubern. Ja, ich bin ja nicht der Zauberer. Der Magier geht im Moment nicht. Sorry, du bist nicht der Zauberer. Ach so. Das können andere Leute zaubern. Ich habe gerade deine Stimme vertauscht, sorry. Nicht so schlimm, deswegen sage ich es ja. Also, kannst du gerne versuchen. Ich meine, du wirst beobachtet, unauffällig wirst du es nicht machen können, aber du kannst vielleicht einen Move bringen. Mach mal. Ja. Wenn du es ansagst, würfel mir einen W20, dann sehen wir, wie gut der Effekt ist. Das ist das neue System. Kriegst du? 12, das war Stufe. Das war ein einfacher Unsichtbarkeitszauber. Das heißt, für 2 Runden wärst du tatsächlich unsichtbar. Ja, die würde ich tatsächlich nutzen, um mich irgendwo unauffällig zu verstecken. Verstecken könnte ich auch nochmal extra würfeln, wenn du willst. Okay, dann würf mal auf Verstecken, dann darf die Crew schafft das unbemerkt. Kollektiven Wurf auf. Schafft das unbemerkt, während der beobachtet wird? Ja, natürlich, zaubern kann er. Gut, mit 2. Ja, du zauberst, du wirst unsichtbar und danach kriegst du einen richtig ordentlichen Schlag auf die Position, an der dein Gesicht gerade eben vor einer Sekunde noch war. Sie beobachten dich. Das hat sowieso nicht funktioniert, konnte mich nicht verstecken. Also mit der 2 wärst du da nicht mal vom Fleck gekommen. Und auch du bekommst so lustige Handschellen an. Scheint aber deren letztes Paar zu sein. Weil das erst nach so 30 Sekunden von irgendwo hergeholt werden musste. Und auch sehr staubig und
alt aussieht. Okay, ich lasse mich erstmal unter das Deck bringen. Nur so als Frage. Wie gut, also die sind wahrscheinlich schon gut ausgestattet, oder? Die sind ziemlich gut ausgestattet. Ich überlege, ob wir immer noch kämpfen sollen. Ich lasse mich erstmal unter das Deck bringen. Nein. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, der Rest von uns, vor allem jetzt mit den Handständen, sind wir, glaube ich, nicht mehr in der Lage dazu. Mhm. Gut, dann würde ich es lassen. Mhm. Ja. Und ich habe gerade eine Idee bekommen. Mal schauen, ob ich die umsetzen kann. Gut, ihr werdet auf jeden Fall erstmal nach unten geführt. Euch werden eure Waffen und alles, was in Rüstung oder sowas tragt, abgenommen, ebenso wie eure Wertgegenstände. Oh, verdammt. Welche davon? Stechen. Natürlich, das ist das Einzige, was er kann. Ja, aber wenn sie es hier eh abnehmen können, warum sollen sie sich bestechen lassen? Ihr seid jetzt gerade nicht in der Bestechposition. Sagen wir einfach, das ganze Inventar, das Inventar wird blockiert. Ihr dürft aber nochmal auf Wahrnehmung würfeln. Gibt es eine Möglichkeit, dass irgendwie dass die Sachen, die ich um den Hals habe, die Kette, die ich um den Hals trage, darf die benutzen? Wird der einfach vom Hals gerissen, wenn sie einigermaßen wertvoll aussieht? Das ist die Kette von der Kapitänin. Dann wird der einfach so vom Hals gerissen, komplett rücksichtslos. Irgendwo in eine Truhe geschmissen. So viel kriegst du noch mit. Kann ich mal versuchen, dran zu bitten, wenigstens die wieder zu kriegen? Kannst du gern versuchen, mach mir mal Charisma. Nö, ich würde tatsächlich mal versuchen, betteln? Handeln, sagen wir mal handeln. Ich handle darum, dass die Kette zu kriegen. Mit was willst du handeln? Du hast ich hab nichts. Einen Wert auf Handel. Willst du deinen Körper verkaufen? Nee, ich oder wer von auf manipulieren oder ist da, ich würde hier manipulieren von mir aus. Dann will ich das aber auch ausgespielt sehen. Ich hätte gern. Ich würde es gerne dazu kriegen, dass ich die Kette wenigstens zurückkriege. Dann überleg dir was, wie du es ausspielst. Ja, weil es tatsächlich geklappt hat. Ja, dann spiel's mal aus. Dann sage ich dir, wie die Reaktion darauf ist. Ich weiß ja gar nicht, wen ich da vor mir habe. Also ich da du hast irgendeinen Typen mit schlechten Zähnen und nur einem Auge vor dir. Ah, fantastisch, das klappt nicht. Aber es hat geklappt, deswegen. Spiel es aus. Wenn du mit ihm flirten willst, dann tu es als würdest flirten. Ich habe nicht auf Betören gewürfelt, ich habe auf Manipulieren gewürfelt. Ich habe nicht. Den Betörenwert habe ich auch im Inventar, habe ich auch auf dem Charakterbogen, aber ich habe auf Manipulieren gewürfelt. Wie gehe ich das an? Während er mir die Kette abnimmt, wende ich mich ihm zu und spreche zu ihm. Schauen Sie mal, diese Kette, die ist keine Bedrohung, das ist keine Waffe, das ist kein, wie Sie sehen können, das ist kein besonderes Ding. Das ist eine wertvolle Kette, die mir sehr am Herzen liegt, die gehörte einer verstorbenen Freundin und die sehen, das kann ich schlecht gegen sie verwenden. Könnten Sie mir die wenigstens überlassen, dass ich die bei mir behalten darf? Als Erinnerung an meine verstorbene Freundin. Er guckt die erstmal abschätzend an. Dann guckt er auf die Kette, die er mittlerweile in seiner Hand hat. Guckt nochmal zu dir, guckt nochmal auf die Kette. Ja, schauen Sie sich das. Schmeißt sie dann vor dich auf den Boden und sagt zu dir: Das Ding ist sowieso wertlos. Für mich nicht. Ich nehme sie an mich und binde sie von mir aus behalten. Dafür kriegen wir nichts. Alles klar. Wir haben ein Handelsgut, um rauszukommen. Ja, wir werden auf jeden Fall unter Deck geführt. Durch eine kleine Tür. Dann durch eine weitere Tür.
einmal um eine Treppe herum und in einen recht geräumigen, mit Eimern ausgestatteten, großen metallenen Käfig. Ja. Was weiß ich denn über diese Handelsgesellschaft? Oh, eine Karte. Eine Bild. Karte. Ich muss euch noch freigeben, aber das mache ich mit Bildern. Ja, Spielleiter, was weiß man über diese Handelsgesellschaft? Sag mir doch einfach mal, was du über sie weißt. Da ich weder deine Welt noch irgendwas drumherum kenne, ist es halt die Frage, was machen die für gewöhnlich? Sind es wirklich Händler oder sind es eher so halbe Freibeuter? Beides, je nachdem. Sie haben Kopfgeldjäger, sie haben tatsächlich Handelsschiffe, die regelmäßig überfallen werden. Okay, ich sehe schon, mit uns unten in der Zelle sitzt Gott. Nein, das seid ihr. Du hast kein Bild für den Zwerg generiert. Vorhin. Doch, habe ich. Was? Doch, habe ich. Da war eins dabei. Du hast kein gut aussehendes Bild vom Zwerg generiert. Das kann sein. Hab ich schon, aber... Okay, wir haben da... Der Zwerg ist also gut. Er ist alt, hat Waffen und ist ein Zwerg. Ja. Hm. Jo. Hab nichts dagegen. Ich fand das, ganz treffend. Das Team vom Zwerg. Frage, wie weit schränkt mich diese komischen Anti-Magie-Handschuhe rein von meiner Geschicklichkeit her ein? Geschicklichkeit ein bisschen. Also, ich kann an sich damit noch irgendwo gut agieren. Ja, das geht schon. Du hast halt gefesselte Hände, aber was du damit tun kannst, kannst du halt damit tun. Ich würde mich zu unserem Deep, Broke, whatever wenden. Sag mal, du kannst doch, ich hab gesehen, da konntest du so schön Schlösser aufmachen. Du weißt nicht zufällig, wie man diese aufmacht und dann zeig mir so die Handschellen hin. Ich präsentiere meine und durchsuche den Raum nach etwas Nützlichem, mit dem man Schlösser, also mit dem man zumindest irgendwie die Handschellen aufkriegen könnte. Soll ich es mal versuchen? Ich hab ein bisschen was auf dem Geschick. Ja, ich schaue mich auch um, ob ich irgendwas finde in dem Raum, wo wir sind. Eine Nadel oder sowas. Und mal kleine Sachen öffnen können. Es liegen zufällig zwei Schlüssel auf dem Boden. Nein. Tatsächlich? Also nein. In eurer Zelle an sich findet ihr zwei Eimer, halb gefüllt mit Dingen, über die ihr besser nicht nachdenkt. Ich habe schon drüber nachgedacht. Haben diese Eimer diesen typischen Hängegriff? Nein, es ist tatsächlich so ein typischer Eimer, zwei längere Holzlatten, an denen wahrscheinlich mal ein Henkel war. Ah, verdammt. Und ansonsten leider Reinholz. Ich schüttel mich, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, was in diesen Eimern ist. Ja, und was du da potenziell reinmachen musst. Ja. Ist irgendwo ein bisschen Holz aufgesplittert, dass man da vielleicht irgendwo so einen längeren Splitter abziehen kann? Hier drin tatsächlich nicht. Es scheint ein sehr gut gepflegtes Schiff zu sein. Ihr seht draußen. Ich würde mal auf Wahrnehmung würfeln, ob ich da irgendwas sehe, was mir. Okay, das kannst du gleich tun. Jo. Das könnte fast geklappt haben. Wahrnehmung. Nein, hat nicht geklappt. Ich probiere es auch mal. Ja. Zwei von euch dürfen mehr, aber nicht. Ja, hell. Ja. Ich werfe nicht auf Wahrnehmung. Da Nein, ihr seht nichts, was irgendwie verborgen ist oder so. Ihr seht das Offensichtliche. Ihr seht, dass hier zwei Treppen nach oben abgehen. Allerdings mit der falschen Seite zu euch. Das heißt, ihr könnt unter die Treppe gucken. Mhm. Jo. Hier befindet sich eine Tür, die durch die ihr gekommen seid. Mhm. Hier und hier befinden sich zwei gut gerüstete Wachen in Uniform. Wo? Beide mit großen Äxten. Die eure Eingangstür genau hier bewachen. Ich habe gerade die Wachen nicht erkannt, aber ja, alles gut. Sie stehen auch recht im Schatten. Sind sie uns zugewandt oder von. Nein, die gucken nach außen. Die sind schon so, wie sie da sind. Wie weit sind sie von den Gittern weg? Etwa so einen Meter.
Nee, so lang sind meine Arme nicht. Meine ist recht nicht. Ihr seht auf jeden Fall hier hinten auch noch Waren oder sowas, zumindest Dinge in Kisten. Genauso wie hier einige Säcke. Mehrere Pfosten, die wahrscheinlich die Stabilität des Schiffs gewährleisten. Und einen Sack, der sehr nah an eurer Zelle in der Ecke liegt. Mhm. Würde ich mich nähern und versuchen, da ranzukommen. Da kommst du ran. Ja, vielleicht sollst du das unauffällig tun. Ich habe aufgehört, mich nach irgendwas auf dem Boden zu suchen. Ich setze mich mit dem Rücken zur Zellenwand und spiele mit meiner Kette rum. Sie setzt sich wieder hin. Nicht. Das heißt, die anderen können frei agieren. Das würde ich denen gerne schleichen. Ich weiß, was Mordi möchte. Er möchte, dass wir jemanden von unten mit den Speeren die Eier stechen. Wie dem guten Wikinger. Ach, das habt ihr auch gesehen? Jeder hat dieses Video gesehen. Das mit dem Wikinger wusste ich sogar davor. Ich wusste erstaunlich viel schon davor. Ich auch. Gut. Auf jeden Fall, ich würde dann schleichend mich auf dem Weg zu diesem Sack machen und dann versuchen, an ihn heranzukommen, unauffällig. Gut, dann machen wir einfach mal einen Schleichwurf. Jo, aber wo wir gerade dabei waren, diese eine Stelle mit den Runen, die hatte mich daran erinnert, das hätte ich in dem einen Abenteuer auch machen sollen. Da, wo wir dann in der Vergangenheit waren, da dann halt hinschreiben sollen, ich bin ein Heiliger oder sowas. Habe ich geschafft. Ja. Gut. Du hast es geschafft, dann guck ich mal, was du findest. Was für Dinge könnt ihr euch Dinge tun? Ich würde euch einfach mal 5 Sachen geben. Wir können relativ viel tun. Ich kann Dinge zusammenbauen. Wir können mit einem Draht oder sowas relativ viele Dinge tun. Da könnt ihr zumindest mal vor allem ein Draht wäre halt praktisch. Das ist für mich quasi ein Türöffner. Ja. Ihr könnt ja wieder einen Teddybär und ein Ding reinmachen. Also falls wir irgendwie Draht oder sowas finden, das wäre traumhaft. Ich habe ein bisschen was auf Spiele und Tricks, ich könnte. Dann ja, also, wie gesagt, ihr kriegt jetzt erstmal ein paar Sachen. Ich könnte also einen Trick Draht vor. Wäre gut, dann vielleicht auch noch sowas wie eine Angelsehne oder so. Ich könnte einen Trick euch damit vorspielen. Ich könnte jemanden austricksen. Vielleicht könnte jemand mit. Setz dich auf den Eimer. Dann würfel jetzt einfach mal 5W100. Und ich sag euch, was ihr kriegt, mit was ihr Dinge tun könnt. Mhm. Wer soll das machen? Würfel gut. 5W100. Wer looten möchte? Ja, also, der würde sagen, dann mache ich das, weil ich versuche mich ja dann im Sack. Gut, dann. Das klingt gerade ein bisschen weird, aber. Kram im Sack. So. Schwul. Du findest. Moment. Zwei Kartoffeln. Okay. Einen abgetragenen alten Mantel. Das sind doch alles Männer. Du findest einige Gewürze, die du nicht kennst. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Geile Gewürze. Eine kleine Kiste, die du zumindest an eure Gitterstäbe ranziehen kannst. Klingt sinnvoller. Und eine Laute. Oha. Scheinen wahrscheinlich Dinge von den vorigen Insassen zu sein, die hier noch liegen. Ja. Klingt sinnlos. Das sind ziemlich zufällige Dinge, mit denen ihr aber gucken könnt, was ihr so Kreatives damit anstellen könnt. Ja, schon, aber ich meine, dieses eine Mal klingt wirklich komplett nutzlos. Kann ich mal testen, ob die Gewürze vielleicht scharf sind? Ansonsten könntest du sie mir zeigen, ich habe Kräuterkunde. Ja, die habe ich auch. Stimmt, die habe ich auch. Ihr könnt auch einfach dran lecken. Oder, nee, Kräuterkunde habe ich nicht. Ich könnte in Alchemie. Ich könnte den Wert. Sachen schätzen. Ich habe auch Legenden. Ich könnte auch Legenden gucken, ob das irgendwelche legendären Sachen sind. Ja, natürlich. Könnt ihr gern tun. Also, ich würde trotzdem gerne feststellen, sind das scharfe Gewürze? Jo. Sind scharf? Gut, das ist Schwarzpulver. Würfel mal, also ich. Eines davon könnte tatsächlich scharf sein. Du würdest sagen Pfeffer. Das andere
relativ sicher irgendwelches Paprika-Zeug. Ich steh mal auf und geh mal riecht hin und schau mir die... Riecht auf, den erst, auf die erste Nase erstmal geräuchert. Ich geh mal hin und schau mir die Sachen ein und guck mal, ob das legendäre Sachen sind. Guck mal auf Legenden, ob ich da... nö. Hab ich verkackt den Wurf. Nee, wenn es welche sind, dann das nicht welche. Es gibt keine Legende über zwei einzelne Kartoffeln. Ich sag, das sind völlig unlegendäre Sachen. Sonst, das ist nix. Ich würde mich mal nach vorne, an das Gitter lehnen und so einfach ein, hey, du, komm mal rüber. Er dreht sich um. Sag mal, hast du Blei bei dir? Ich bin wieder von der Seite geflogen. Oh. Nein. Okay. Yeah, aber erzähl einfach weiter. Ja, er dreht sich. Es geht um. Er dreht sich um und sagt: Ja, was willst du? Sag mal, ich. Wenn du aufs Klo musst, der Eimer steht da. Ich weiß nicht, welcher von beiden. Einer macht Trinkwasser. Nein, ich will dir was vorschlagen. Was hältst du von Gold? Du hast keins. Ein Alchemist halt. Du hast keins. Ein Alchemist. Ich bin Alchemist. Ich kann. Also schön für dich, war meine Großmutter auch. Ja. Nimm mir die Handschellen ab und ich kann es dir beweisen. Du hast bestimmt den Feuerball vorhin gesehen. Ist deine Dicht. Ist der so dumm? Das kleine Vielleicht. Ding. Wenn das alles ist, was du kannst, dann kann meine Oma mehr. Nun, das ist bei weitem noch nicht alles. Das hat deine Oma gedisst. Das war weit noch nicht alles, was ich kann. Nimm mir die Handschellen ab, gib mir ein bisschen Blei und ich gebe dir Gold. Ich bin nicht. Ich hab vielleicht keine Schule besucht, aber so dumm bin ich auch nicht. Und jetzt geh wieder in die andere Ecke. Und er haut mit seiner Axt gegen die Stäbe. Nun, ist es dein Verlust? Nachdem er sich hoffentlich wieder von uns abgewendet hat. Der guckt jetzt mit sehr verengten Augen. Ich gehe mal zu ihm und versuche ihn zu beruhigen. Ich sag mal, ist ja der. Das war gerade eine dumme Idee von dem. Das ist mal ganz. Ganz ruhig. Wir tun hier nichts. Soll ich drauf würfeln? Nee, er wird sich schon nach einer Weile wieder beruhigen. Und dann auch irgendwann wieder umdrehen und tun, was auch immer die beiden gerade getan haben. Wahrscheinlich der nicht tapezierten Wand beim. Trocknen zusehen oder sowas. Oder beim Schimmeln. Ich würde währenddessen dann unauffällig versuchen, die vorhin benannte Kiste dann etwas näher an uns heranzuziehen, um zu prüfen, ob ich vielleicht in der noch etwas finden könnte. Ja, das kannst du gern tun. Du kannst sie näher ranziehen und versuchen, sie zu öffnen. Wie möchtest du sie öffnen? Mit was? Mit den Kartoffeln? Monty, wieso kannst du bei mir den Screen vergrößern und verkleiden? Was? Kann ich? Aus irgendeinem Grund passiert das hier. Ich mach nix und du veränderst bei mir den Ausschnitt. Kann ich jetzt... Ich zoome mich jetzt gerade bei dir. Nee, gerade nicht, aber vorhin eben hast du es gerade gemacht aus irgendeinem Grund. Ich hatte die Hand nicht mal in der Maus und trotzdem ist es rausgezoomt. Ja, aber dann kann es ja nicht Morty gewesen sein, wenn es nur gerade eben war. Ist bei euch anderen auch so? Also bei mir ist nichts passiert. Nö. Weird. Bei mir auch nicht. Bist du vielleicht mit der Hand ans Ding gekommen? Auf jeden Fall, beschreibe mir, wie du die Kiste öffnen möchtest. Ich würde ehrlich gesagt versuchen, mit Hilfe der Laute als Hebel die dann aufzuziehen. Die Kiste ist recht klein und die Laute ist recht groß. Okay. Das ist eine Laute, die sind immer recht groß hier. Oder sie können sehr groß werden. Du kannst die Laute als Waffe benutzen. Ja gut, das kann man. Die Hauptwaffe von ihnen waren. Wie kann ich mir die Kiste denn vorstellen? Zugenagelt oder? Nee, die ist mit einem kleinen Schloss verschlossen. Einem kleinen Schloss. Ich würde mit. Sehe ich denn vielleicht irgendwo sowas wie einen kleinen Nagel oder sonst was, der aus der Kiste ragt? Du würdest tatsächlich einen. Nee, Nagel siehst du keinen. Schade. Ich schau mir mal die Kiste. Du glaubst aber, dass man die Kiste vielleicht aufstemmen kann, wenn man
genug Kraft aufwendet. Ich schaue mir mal die Kiste an, ob die so aussieht, als wäre da was, als wäre das eine Truhe, in der man wertvolle Sachen drin lagert. Ich schätze mal den Wert dieser Kiste. Dann schätze. Werte schätzen? Nein. Habe ich nicht geschafft. Du hast keine Ahnung. Gut, Kiste, ja. Das ist aber ist irgendeine Kiste. Nicht stabil, okay, nee, wir sollten jetzt nicht mega Krach machen. Nee. Ich wollte gerade vorstellen. Aber ein bisschen könnt ihr, die tragen auch Helme, also die hören jetzt nicht so viel. Außerdem ignorieren sie euch relativ. Was für eine Kette? Ich wollte gerade sagen, ich könnte mich ja draufwerfen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen arg laut. Ja. Die Kiste reicht auch nur bis an eure Gitter, nicht durch die Gitter, also sie ist schon recht groß. Draufwerfen kannst du nicht. Wie stabil ist denn die Kette, die sich unsere Kapitänin gesichert hat? Kannst du sie fragen? Also wäre sie stabil genug, um damit vielleicht am Schluss das ist eine Schmuckhebel abzureißen. Das ist eine Schmuckkette, das ist ein hübsches Schmuckelement. Also es wird einen Grund gehabt haben, warum der mir die übergeben hat. Das ist also, damit kannst du gar nichts machen. Das ist ein Schmuckaccessoire. Hat die Kette denn irgendwelche tollen Gold oder irgendwelche schönen, stabilen, längeren, dünnen Teile dran? Blei. Es ist tatsächlich eine etwas wertvolle Kette, aber es ist die ist. Es befinden sich tatsächlich solche geschwungenen Linien, die vielleicht irgendwelche Runen sein könnten oder sowas. Weiß nicht, ist auf jeden Fall schön gearbeitet. Davon könntest du vielleicht eine abreißen. Sieht golden aus. Ich würde versuchen, die Kette ihm wegzunehmen und. Komm zu mir und du kriegst es da. Ich möchte mich gern wehren. Und zum Dieb, hey, oder zum Sonnenburg, hey, vielleicht können wir da was abrechnen. Darf ich mich dagegen wehren, dass die mir meine Kette abnehmen? Ja, wenn ihr PvP machen wollt, würfelt gegeneinander. Nehmen meine Kette ab und. Also ich hätte das aus der Sache raus. Also ich bin dafür, dass wir die Kette dafür nehmen, damit wir rauskommen. Bin ich dagegen. Ich bin halt auch dafür. Bin ich dagegen. Also ich sitze anteilslos daneben. Komm her und hole sie dir. Also ich wäre auch dafür, dass wir die nehmen, einfach damit wir nicht hier verrotten. Ja. Ich meine, wissen wir, wie viel wir ungefähr wert wären, wenn man es einliefern würde? Finden einen anderen Sache, die Kiste kommt zu machen. Kommt drauf an, also. Ihr habt schon einige fiese Dinge getan in der Vergangenheit. Man kennt euch auch, also würdest schon sagen, für 4.000 Goldstück oder so ist bestimmt drin. Okay, dann würde ich mal sagen, wir sollten. Ja, wahrscheinlich, oder? Insgesamt. Sind wir alle gleich viel wert oder gibt es welche? Nee, es unterschiedliche kommt auf etwa 1000, aber es ist auch nur geschätzt von euch. Okay. Es könnten auch nur 10 sein. Je nachdem, wie sehr ich habe meinen Degen und meine Pistole nicht mehr bei mir, aber ich würde. Welche Pistole, die ist dir abgenommen worden? Ja, darum ging es ja. Sie ist nicht und mehr da. Und wenn, dann hätte ich immer. Ich habe immer noch meine Fäuste. Pistolen, um alle Personen in diesem Raum in Schach zu halten. Ich habe immer noch meine Fäuste. Gut, während ihr euch da irgendwo versucht, um die Kette zu prügeln, würde ich von der Laute eine der Sehnen abmachen. Das kannst du tun, ja. Ich kann leider nicht mit Klavierseiten umgehen. Tut mir leid. Ja, du nicht. Ja, ich sag nur. Tut mir leid, die sind leider von der Laute. Falls du Klavierseiten als Wert hast, darf ich den leider nicht zählen lassen. Natürlich nicht. Nee, Quatsch, wir sind ja nicht bei Base How to Be a Hero. Entschuldigung. Stimmt, das ist ja wirklich so, da hat ja wirklich jede Waffe ihren eigenen Tisch. Ja. Was mega dumm ist. Meine andere Frage, hat die Laut irgendwelche Metallsachen dran? Irgendwelche Sachen, um die Sehnen nachzuziehen? Ich glaube, ich kenne mich nicht genau damit aus, aber müsste. Dann würde ich auch so etwas denn versuchen, von der Laute abzumachen, um damit erstmal meine Handschellen zu versuchen, also dann irgendwo zu knacken. Ja, also im normalen Fall sind hinten die Dinger aus Metall und der Sattel kann aus Metall sein. Ja, dann ist das so. Also darf ich damit mein Glück versuchen? Jo. Seitenhalter, sorry, nicht Sattel. Mm,
gut, dann würde ich das denn tatsächlich einmal nehmen wollen und dann versuchen, meine Handschellen erstmal zu knacken. Dann knack. Knack. Immer diese Hälfte. Warte. Ja, das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft. Dann hast du sie zumindest gelöst. Gut. Kann man, ob du sie auf den Boden knallen lassen willst? Nein, das nicht. Wolltest du denn nicht die Truhe damit öffnen? Wie wär's denn damit die Truhe mit der? Ja, nur. Ich wäre dafür, du öffnest erstmal unseren zweiten Typen und danach. Ja, keine Ahnung. Wär ich auch dafür. Ich würde mir mal die Handschellen an mich nehmen. Ich würde dann sagen. Würdest du vielleicht? Bitte. Um kurz meine Taten zu erklären, die Handschuhe schränken mich in meiner Geschicklichkeit ein und da ich damit nun mal Schlösser öffne, wäre es am besten, das als erstes loszuwerden, um meine Erfolgschance zu erhöhen. Ja, ja, allen Anwesenden zu erklären, warum ich so handle. Nee, das war ja bewusst. Es ist doch vollkommen logisch eigentlich. Ja, blöd gefragt, hast du das laut gesagt. Nur um sicher zu gehen, dass das denn, auch ganz geflüstert ist. Ich flüster gar nicht. Diesmal lasse ich das noch durchgehen. Ich sag sowieso nicht ein Wort. Aber ich gehe zu unserem... Stimmt, der redet ja gar nicht. Ja, ich würde ihm auf jeden Fall die Handschuhe abnehmen. Ja. Und nachdem die Handschuhe dann weg sind, würde ich dann zu unserem armen Magier... Oder Alchemisten, ich weiß gar nicht, was warst du? Magier mit Beruf. Ach, Magier. Beides. Genau. Er hat dazugelernt. Hier und dann versuche ich bei dir nochmal mein Glück. Okay, dann wirf du mal drauf. Modui. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Nee, dir kommt auch in den Sinn, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, keine 15 Fuß Abstand zwischen euch zu haben, wenn du versuchst, was zu öffnen. Ja, ich ich war ja hingelaufen zu ihm. So ist es nicht. Offensichtlich jetzt. Also ich hab nur angesagt, dass ich hinlaufe und ihm die hinhalte, aber ich hab meinen Charakter nicht bewegt, sorry. Ich mit meiner großen, muskulösen, breiten Gestalt stelle mich davor, damit es nicht zu sehen ist. Damit man so ein bisschen Sichtschutz ist. Gut, da ich das jetzt nur nicht geschafft habe, vermute ich mal, sollte ich das nicht nochmal probieren, sondern könnte mich... Doch, jetzt lass es gerne nochmal probieren, das lasse ich jetzt nochmal durchgehen, weil... Damit ihr die Karte auch benutzt. Gut, dann versuche ich nach einem erstmaligen Misserfolg, der mich äußerst aus der Fassung bringt, versuche ich es nochmal ein bisschen ruhiger. Es wird noch schlimmer. Ach du Heilige. Oh, diesmal wäre mir das Teil fast abgebrochen und ich lasse es doch sein. Ja, sie bricht das Teil tatsächlich ab. Ja. Im Schlüsselloch dieser Kette, also dieser Handschellen. Das heißt, schwierig, musst du erstmal mit einer Zange ran und das irgendwie rausfummeln. Also die Kette können wir später aufschießen oder sowas. Ja. Viel Spaß dabei. Aber halt nicht so öffnen, so meinte ich das. Mit deinem Zielglück. Ich treffe immer. Ich habe fast immer getroffen. Das stimmt. Vielleicht willst du ja erst die Kiste öffnen und brich dir doch vielleicht noch so ein Ding ab. Ja. Eines ist noch dran. Ja, den übrigen würde ich denn dafür benutzen, um zu versuchen, die Kiste zu öffnen. Vielleicht ist dort besseres Utensil drin. Das kriegst du ohne Probleme hin. Schön. Und da wenigstens nochmal zwei Items random drin sein. Ich gebe euch drei. Okay, oder so. Gut, soll ich denn wieder... Was habt ihr jetzt dafür genutzt? Auch nochmal eine Kette. Meine Kette habt ihr nicht gekriegt. 33 und 11. Meine Kette habt ihr nicht gekriegt, warte mal. Das haben wir nicht so gemacht. Haben wir auch nicht. Wir haben einen weiteren Teil der Laute genommen. Ja, wir haben eine Laute genommen. Gut. Guck ich mal, was passt. Nein, ihr bekommt keinen warmen Tee. Das wäre sehr unrealistisch auch. Vielleicht kriegen wir kalten Tee. Oder kalter Tee ungesüßt, so wie bei den Klassenfahrten im Plastikbecher. Kalter Tee ungesüßt. Und viel zu stark. Wer hat sowas bei Klassenfahrten gehabt? Bei Klassenkampffahrten gab es immer diesen ranzigen Plastikbecher und dieser Früchtetee, dieser geschmacklose Früchtetee, der viel zu stark war.
Ungesüßt und kalt. Ach. Also, keine Ahnung, wo du warst, aber nein. Nie gehabt. Nicht, das ist auch, auch bei Jugend. Ich kenne die Dinger. Es ist einfach. Oh Gott. Nee, wenn, dann hatten wir eigene Getränke. Dann warst du nicht im Osten. Das ist doch gut. Schon. Was aber ihr findet. Später erst. Was ihr findet, ist einmal ein Umhang von der Größe her, würden wir sagen, für ein menschliches Kind oder jemand oder eine kleine Person. Wir haben ja genügend kleine Personen. Okay, ja. Einfach nur ein Umhang. Ja, fein gearbeitet. Wie sieht der aus? Hat der Regenbogenfarben? Er ist schwarz. Oh. Gut. Kleiner Umhang. Was noch? So, jetzt will ich mal kurz wieder auf die Seite gehen. Da hat jemand noch richtige Bücher vor sich. Ich schaue mir den Umhang an. Natürlich, ich habe immer große Bücher. Ja, ich gebe dir den Umhang. Man sieht ja sehr interessant aus. Ihr findet ein rostiges, großes Schwert. Beziehungsweise zwei Teile davon, den Griff und Teile von der Klinge. Aber es war mal ein Großschwert. Ich begutachte den Umhang. Hatten wir den Mantel schon durchsucht, den wir vorher gefunden hatten? Nein, noch nicht. Gut, okay, also dann Umhang, Schwert und... Achso. Ironischerweise findet ihr einen kleinen Fisch auf einer Holzplatte. Was? Holzplatte. Ein stinkender Fisch, okay. Nein. Ist der noch frisch oder... Er ist ausgestopft. Oder? Okay. Was? Ich möchte mir den Umhang, den ich bekommen habe, anschauen. Ich würde mal gucken, ob das irgendwie... Ich guck mal auf Legenden, ob erstmal nee, ich würde erstmal wertschätzen, was der Umhang für einen Wert hat. Das dürfte ich geschafft haben? Ja, habe ich geschafft. Gut, dann würdest du sagen, gut gearbeitet, etwas schlechter Zustand, aber antik. Okay, also der Wert ist so also vermacht, wenn ich ihn verkaufen würde. Solide. Würde man. Wenn man es repariert, wahrscheinlich. Okay, ich ziehe ihn mir an, ich hänge ihn mir um. Dann würde ich mir jetzt ehrlich gesagt mal den Mantel genauer anschauen. Ob da vielleicht etwas drin ist. Wie kaputt ist ein Item gebe ich euch, was drin ist. Ihr findet sehr viele Taschen in Taschen. Mhm. Ja. Okay, jetzt nochmal, wir finden was drin. Ja? Eine Sache findet ihr. Eine Sache, okay. Soll ich dann was finden, oder? Prozedere? Ja. Du findest einen kleinen Dolch. Ja, geil. Nicht speziell, das scheint aber... Wir sind bewaffnet. Scheint aber nicht in den Taschen gewesen zu sein, sondern eingenäht. Du kennst diesen Trick. Nicht schlecht. Standard-Dolch, D4 oder... Ja, Standard. Yes! Ich Modi, ich nehme das mal so, dass du uns das, dass du mir das geschehen lässt, dass du dass das ungesehen machst, dass ich mir einen Umhang umwerfe. In dieser Zeit, dass die Waffe selbst wenn wäre es den Leuten hier wahrscheinlich vollkommen egal. Jo. Außerdem gucken sie nicht in deine Richtung. Ja. Ja, gut, einen Umhang umzusetzen, das macht schon ein bisschen, auch wenn man nicht hinguckt, ist das schon egal. Aber du kannst ja auch deinen Mantel ausgezogen haben. Das wissen sie ja nicht. Gut, also ich würde... Das würde sie jetzt dazu verleiten, hinzugucken. Mantel überwerfen. Kriegst du vielleicht mit dem Mantel die Schlösser auf? Also, nicht mit dem Mantel, mit dem Mantel. Mantel. Der Dolch ist zu groß. Ah. Da liegen noch so ein paar rostige Reste. Ich versuche mit dem Mantel das Schloss zu öffnen. So. Soll ich drauf wirken? Nee, aber ich würde tatsächlich mit den rostigen Schwertresten mal versuchen, deine Handschellen zu öffnen. Das lasse ich zu. Mit drei Nachteilen. Drei Nachteile, Da steckt immer noch der Rest von Stück Metall drin im Schloss. Vielleicht kannst du ja mit deinem Dolch vorher versuchen, die Reste rauszukratzen. Nein, der ist zu groß dafür. Es ist ein recht kleines Schloss, es ist ein Handschellenschloss. Gut. Es ist ein großes Messer. Wie war das nochmal mit den Nachteilen? Wie gut W20 oder? Plus. W20 Plus? Dreimal W20 Plus. Gut, dann mach jetzt nochmal schnell 3 W20. Und mal schauen.
Das sind... was sind das? 80? 89? Nee, das... Scheiße, ey. Das wird wieder nix. Nix, ja, das... 9 Punkte. Dieses kleine Stück Metall steckt leider zu fies drin. Das wird okay, nix. Dann... Wie sehr kaputt ist das Schwert eigentlich nochmal? Erkennbar, dass es mal eins war. Okay, schade. Jetzt mir gerne. Kannst versuchen zu schmieden. Ohne Schmiedefeuer. Dann oder Werkzeug. Ja, das ist das Problem. Man muss nur lang genug draufschlagen, dann geht das. Ja, wäre ein bisschen arg laut. Oder reiner Willenskraft einfach. Bis es heiß genug wird. Wenn du schaffst, so drin ein Schwert zu schmieden, dann kannst du mir auch die fucking Handschellen abschmieden. Just saying. Das erinnert mich wieder an das Video von dem Schmied, der einfach mit bloßen Fäusten das Metall bearbeitet. Joa, normal. Auch jeden Samstag. Natürlich immer. Gut, was wollen wir jetzt machen? Ja, Sachen, mit denen ihr Dinge tun könnt. Seid kreativ. Joa. Sind wir nicht. Gut, dann was war euer Plan? Also ihr wollt die Handschellen lösen, das geht nicht. Wir könnten zu zweit den Typen runternehmen, also die beiden Leute runternehmen. Jetzt müssen wir hier rauskommen, bevor wir das rauskommen machen. Achso, ja, wir können doch bestimmt auch das Schloss knacken, oder? Wir können es probieren. Ja. Dann können wir ja versuchen, mit der Seite oder unten mit der Handschelle die zu erwürgen. Das können wir auch probieren. Also, ich würde dann erstmal meine Seite dann an wen anders weiterreichen, da ich ja jetzt nun mal einen Dolch habe. Achso, stimmt, du hast ja jetzt einen Dolch. Gut, dann kann man soll ich das mal versuchen? Seite und einen soll ich Dolch. Mal. Ich habe was braucht man denn dafür? Ich zeige mit ich zeige auf die beiden Kartoffeln und die Seite. Und schaue erwartungsvoll unseren Handwerker, Schmied, was auch immer an. Wir könnten versuchen mit der Seite die Tür zu öffnen. Ja, ja, Kartoffeln. Ich streue die Gewürze über die Kartoffeln. Okay, dann nehme ich mir auf jeden Fall mal die Kartoffeln. Und ich kann nicht mal die Seite an mich nehmen und mal versuchen die Tür zu öffnen. Ich schaue ihn auf jeden Fall noch mal fragend an. Ich merke, dass du nicht schnallst, was ich meine und habe auf wunderliche Art und Weise Papier, auf dem ich dann schreibe Gewürz in die Augen. So, ja. Also es war scharf. Okay, gut. Ich würde dann noch mal sagen, aber bevor wir überhaupt Leute, bevor wir die Wachen versuchen auszuschalten, sollen wir vielleicht den Käfig aufmachen. Ich würde doch mal zu den beiden hingehen und dann so die so versuchen ranzuholen. Pass auf, wir machen das so: unser Assassine knackt das Schloss, ich versuche den rechten mit den Handschellen in den Würgegriff zu nehmen, du mit der Sehne den linken. Ich habe ein bisschen was aufgeschickt, dann kann unser Assassine beide nacheinander abstechen. Oh, wer macht was? Ich hätte auch ein bisschen was aufgeschickt, ich könnte auch mal versuchen. Also mein Geschick ist glaube ich hoch genug, dass ich die würgen könnte, wenn ich einen Scheiß werfe. Ich würde wahrscheinlich auch nicht es. Ja. Mhm. Und für unseren Spieler, das war geflüstert, dass die es nicht mitkriegen. Ja. Ich könnte einen Trick spielen, um die auszutricksen. Und dann. Gibt's eigentlich sowas wie Schicksalspunkte in dem System? Nö. Es gibt diesen physischen und psychischen. Nein, die ignorieren wir einfach mal. Okay. Werde ich wahrscheinlich sowieso nicht benutzen, von daher. Ah doch, du meintest aber, man darf immer mal neu werfen, aber dann halt, wenn es dann schief geht, gibt's was ganz Schlimmes. Ja, können wir dann wieder so machen, wie ich das mal gesagt habe. Okay, wollen wir. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, was das für eine Version davon gerade ist. Okay, wir haben einen Plan. Während ihr das macht, versuche ich mal unser Zeug wieder zu kriegen. Ist das hier in der Nähe irgendwo? Sehen wir irgendwo unser Zeug? Du hast keine Ahnung. Wir müssen halt erstmal versuchen, das Schloss aufzumachen.
würde ihn mal auf Wahrnehmung würfeln, ob er irgendwo hier unser Inventar ist. Nicht sehen. In diesem Raum. Okay. Ihr habt schon auf Wahrnehmung in diesem Raum gewürfelt. Dann würde ich mich mal dorthin, dann würde ich mal, während die das machen, mal während die das hoffentlich schaffen, die Wachen auszudrücken, mich schon mal vorschleichen, schon mal nach unserem Zeug Ausschau halten. Wir haben noch nicht mit die Tür geöffnet. Wir haben noch nicht mal die Tür geöffnet. Wir planen doch. Ja. Wir waren gerade dabei, den Plan umzusetzen. Ja, dann let's go. Also, Dieb jetzt den linken oder soll ich jetzt den linken machen und dann. Also, Zauberer nimmt den, Dieb öffnet ja. Tür und der mit der Angesehene nimmt den. Okay. Und ich schleiche mich vor. Also du wirst erstmal hinter mir überstehen, weil ich muss erstmal die Tür aufmachen. Ja, aber gut. Ja. Kann ich schleichen? Achso, ja, stimmt. Ich also kann schleichen. Ich würde mich so rechts neben die Tür stellen, tatsächlich, dass wir dann relativ schnell rauskommen. Gut, dann würde ich mich tatsächlich direkt an die Tür stellen. Und dann, ich stelle mich hinter euch. Ja. Und dann mal versuchen, ja, die, Tür zu öffnen. Noch mit den Resten der Laute. Da hatten wir ja noch so ein Metallteil. Ja. Mhm. Oder nee, mit dem Schwert damit haben wir das jetzt gemacht, glaube ich. Gut, jo. Dann. So war's. Ganz normal oder irgendwas noch mit dazu? Mach normal. Gut. Kriegst du. Ja. Also, das Schloss fiel quasi schon auf. Ja. Das ist zumindest gut, dass die Tür. Das Schloss geht auf, aber es klappert, während du das tust. Ja, weil dann macht eure Aktion. 10 Meter davor. Dann tut eure Aktion, was ihr fordert. Die drehen sich beide um und gucken für einen Moment irritiert und sagen dann so: Hey, was machst du da? Finger weg vom Schloss. So, ja, jetzt Aktion. Wir machen gar nichts, wir wollen einfach nur ein bisschen uns nett unterhalten mit euch, aber ihr wollt ja nicht. Ah, Leute. Okay, das kommt denen jetzt schon ein bisschen sehr komisch vor. Aber sie sind schlau genug zu sehen, okay, da fummelt jemand am Schloss rum. Vielleicht wollen die da raus. Ist vielleicht nicht so gut. Wir hatten einen Plan. Ja, vielleicht sollen wir den Plan mal umsetzen. Ja. Gut, dann, Er guckt ein bisschen sehr alarmiert, geht direkt vor die Tür, macht seine Waffe bereit. Mhm. Während der andere sich und zwar wird noch der Weg versperrt von dem Ding. Und werden immer hier drin stecken bleiben. Während ich dann merke, dass sie. Also ist das Schloss jetzt bereits offen oder? Das Schloss ist offen. Er bewegt sich jetzt recht schnell einmal um den Käfig, weil sein Kollege gerade den Weg blockiert. Ja, dann würde ich versuchen, um meine Leute herumzulaufen, dass ich euch den Weg frei mache. Ja, danke. Du könntest aber auch einfach direkt den ersten abstechen. Ja. Leute. Ich will nicht ganz Abenteuer hier drin stecken. Beeilung, der Dude rennt weg. Tatsächlich. Wobei, jetzt wird er ein bisschen verlangsamt, weil hier überall Kisten und Scheiße steht. Ihr Idioten. Gut, willst du da mal den Typen irgendwie. Ich versuch den, keine Ahnung. Ich versuch auch rauszurennen und dir zu helfen, den irgendwie festzuhalten. Gut, rausrennen lassen lässt er euch nicht. Kann ich ihn umtackeln mäßig? Das kannst du gerne versuchen. Mach mir mal einen Angriff, wenn du auf irgendwas würfeln möchtest. Ja, auf was soll ich würfeln? Hast du einen Nahkampfwert, den du benutzen willst? Ja, stumpfe Waffe. Zählt meine Faust als stumpfe Waffe. Lass mich heute mal durchgehen, ich bin heute sehr freundlich und ich will wissen, was ihr tut. Kann ich versuchen, den Typen, der um den Käfig läuft, irgendwie mit meinem... Dann hat's nicht geklappt. Erwischen? Er ist ein bisschen außer Reichweite, du kannst versuchen, ihn zu werfen. Dann versuche ich das. Ich habe jetzt speziell nichts auf Werfen. Gut, dann befindet er sich noch hier, wenn du werfen willst. Der Plan ist sehr gut durchdacht. Gut, was könnte ich da... Mach mir mal Wahrnehmung. Wahrnehmung? Scheiße. Zum Zielen. Nee, das war nix. Du feuerst den Dolch und er landet in einer Wand. Er guckt sich kurz einen Moment irritiert um und versucht dann noch etwas schneller über die Säcke und den Kram zu klettern. Ich würde versuchen, ihn einfach umzurennen. Also ohne Angriff, großartig. Einfach umrennen. Ja, dann machen wir mal auf Stärke und wir auch. Nein. Ja, in der 10 nein. Der
boxe ich einfach um, schmeiß die Tür wieder ins Schloss. Und wir sind wieder gefangen. Mhm. Aktuell schon, ihr habt noch Optionen. Aber das war ein sehr schöner Plan. Der hat so besser funktioniert. Nicht beigetragen von daher. Also besser als zu sagen, hey, ich gucke, ob irgendwelche Kartoffeln legendäre Gegenstände sind. Ja, vor allem das. So, da wir jetzt in Freiheit sind, was machen wir nun? Ist der nun, Typ in Freiheit seid, ja. Hm. Ah, scheiße, jetzt. Weil unser Plan so gut funktioniert hat. Ja, und der andere ist sehr, nennen wir es mal, interessiert an euch. Was mit der zweiten Wache passiert? Der ist hochgerannt. Der ist abgehauen, der ist über die Kisten geklettert, weil sein Kollege klugerweise natürlich den Weg versperren musste. Der sagt jetzt den anderen Bescheid. Ah, großartig. Ja, natürlich. Gut. Das heißt, das Überraschungsmoment können wir knicken. Boah, natürlich, aber... Wenn ich den Plan richtig gemacht hätte, hätte es wahrscheinlich funktioniert. Aber jemand hat ja gesagt, die Tür klickt. Gut. Wir hatten eigentlich einen Plan. Hatten wir nicht was vorbereitet, um... Ja, wir hatten was vorbereitet, aber die haben das nicht getan. Ich weiß. Ich habe meinen Part erfüllt. Ich habe die Tür geöffnet. Ich hätte dafür, dass sonst keiner sich irgendwo mit den Wachen beschäftigt. Ja. Ja, wofür haben wir die scheiß Kartoffeln? Ja, ihr hattet einen Plan, der hätte sogar funktioniert, aber gut, der andere gut. Kommt, er beobachtet euch sehr schweigend und drin. Wie er an den sehr verkrampften Händen um die Axt sieht, will er irgendwie auch, dass ihr rauskommt. Könnte man durch die Gitterstäbe eine der Kartoffeln werfen, so direkt in sein Gesicht? Moment mal, wir hatten den Plan soweit umgesetzt und hatten gesagt, okay, die Tür ist offen, du sagtest, ja gut, die Wachen drehen sich um, was geklickt hat. Ja, das wäre ein perfekter Moment, um den was ins Gesicht zu werfen. Das wäre ein perfekter. Ah, die Tür ist nicht wirklich zu. Er steht davor und er hat halt selber keinen Schlüssel. Ist das Problem. Leute, wir haben doch noch die Gewürze. Vielleicht irgendjemand den ins Gesicht werfen. Ich bin etwas verhindert durch die Handschellen. Ich laufe gegen die Tür. Ihr wisst, dass er euch anguckt und euch zuhört, oder? Ja. Ich würde mal gegen die Tür, die offene Tür laufen. Okay. Soll ich darauf würfeln oder? Die Tür geht auf, du darfst gern mit drei Nachteilen versuchen auszuweichen, wenn er nach dir schlägt. Okay. Ich laufe erstmal nur gegen die Tür. Ja, die Tür ist offen, nach wie vor, er hat keinen Schlüssel. Da draußen wartet eine sehr große, sehr wütende Wache mit einer sehr großen Axt auf dich. Okay. Du darfst es tun, du darfst versuchen auszuweichen, auf dein Glück vertrauen und abhauen. Das geht. Was? Wenn es nicht klappt, bin ich tot, oder was? Potenziell, ja. Da kriegst du Schaden. Okay, auf jeden Fall Schaden, du findest dich dann im Kampf. Ich bleib erstmal hier. Ich tu's nicht. Eigentlich tut man das, was man sagt, und dann bleibt man ja, sagen wir mal. Ich hab's nicht getan. Ich geb euch die Option. Ja. Weißt du was, dann würde ich einfach versuchen, gegen die Tür zu springen, sodass sie nach dem Typen schlägt. Ja. Wäre das im Rahmen? Das wollte ich gerade machen, aber natürlich. Egal. Ja, also ich würde es jetzt tatsächlich einfach tun. Was wollte ich gerade machen, Modi? Ich wollte es gerade auch sagen. Du wolltest gegen die Tür laufen. Er wollte gegen die Tür springen. Nee, du hast gesagt, du läufst gegen die Tür. Er hat gesagt, er will die Tür in das Gesicht der Wache hauen. Das muss ich auch wissen. Ansonsten heißt das für mich, du läufst auf die Tür zu und machst sie auf. Wenn du sagst, du willst sie ihm in das Gesicht klatschen. Gut, macht, Leute. Macht. Zwecke, wenn du das gerne machen möchtest, dann überlasse ich dir das auch gerne. Das mach ist einfach nur. Mach. Gut, dann ich würde gerne versuchen, dem Typen die Tür ins Gesicht zu hauen. Dann mach das. Geschicklichkeit? In dem Fall würde ich sagen, Stärke, du wirst ihn mit Kraft ausnocken. Dann muss ich mein Glück versuchen. Nein. Ja, hat bei mir gerade auch nicht geklappt, leider. Ja, dann haust du sie ihm ins Gesicht, beziehungsweise du haust sie ihm an den Helm. Das macht kurz ein schönes Bong. Er geht so einen Schritt zurück und haut die Tür mit voller Kraft wieder zu. Jo. Ja,
Ich würde sagen, ja, wir versuchen unser Glück im nächsten Hafen. Euch ist bewusst, dass ihr den nächsten Hafen wahrscheinlich nicht überleben werdet. Ja, das ist richtig, aber wir kommen auch nicht von dem Schlüssel runter. Ich meine, wir hatten einen Plan. Den könnten wir vielleicht nochmal versuchen. Ja, gerne. Geh vor und krieg die Axt ab. Danach renne ich raus. Kein Thema. Ja. Es kommen jetzt einer diese scheiß Kartoffel mit den Gewürzen auf den Typen. Ja, aber es kommt jetzt der andere wieder. Relativ langsam. Er geht zur Seite. Er geht tatsächlich auch zur Seite. Und der nette Mann vom Anfang, der euch begrüßt hat, okay, kommt her. Mit dem Schlüssel. Einem sehr großen eisernen Schlüssel. Okay. Notizen an mich selbst. Ihr dürft doch mal Wahrnehmung machen. Notizen an mich selbst. Gefängnisszene für Nori, eine Teil 3 einplanen. Ich hab's das klappt sehr gut. Das funktioniert. Ich hab's sehr gut geschafft. Okay, dann seht ihr, dass er tatsächlich Gefängnisszene. Also zuerst seht ihr an seiner Uniform so ein paar nasse Flecken und ihr seht, dass ihm tatsächlich so eine Art, ja, der Zwerg erkennt wahrscheinlich so eine Art zwergischer Hammer am Gürtel hängt. Sehr nass. Scheint gerade irgendwie gefischt worden zu sein. Durchaus ungewöhnlich. Okay. Dann, er kommt hin, er packt den Schlüssel aus. Kann ich was machen? Natürlich, ihr könnt ganz deutlich was machen. Dann würde ich den versuchen, die Kartoffel in den Kopf zu werfen. Weil er der Einzige ist ohne Helm auf jeden Fall. Sind sie auf was muss ich er trägt werfen? Tatsächlich keinen, ja. Das ist nur auf dem Bild so. Mori, auf was muss ich werfen? In dem Fall ich auf Stärke. Keinen werfen. Ah, danke. Geschick, du musst dich groß zielen, um die einen halben Meter weit zu werfen. Ack! Es ist viel zu hoch, aber egal. Gut, du schmeißt die Kartoffel gerade in dem Moment, als er sich etwas bückt, um die Tür zu schließen, beziehungsweise das Schloss abzuschließen, feuerst du ihm das Ding am Kopf vorbei und es knallt hinten an die Wand. Er hat es aber nicht bemerkt und dreht sich so kurz um, so nach dem Motto, was war denn das? Ist gerade eine Taube gegen ein Schiff geflogen oder was? Du sagtest magischer Hammer, richtig? Zwerg. Ich sagte Zwerghammer. Magisch weißt du nicht. Könntest drauf hören, wenn du es erkennst. Ich würde gucken, ob es magischer Hammer ist. Ja. Ich würde das ist geschafft. Ja. Ich würde nicht direkt versuchen. Magisch, das ist irgendeine Art von sehr ungewöhnlicher Energie auf jeden Fall. Also normal ist der nicht. Guter Wachmann, ich sehe, ihr habt da einen sehr interessanten Hammer. Vielleicht könnte ich behilflich sein, um euch weiterzuhelfen und genau zu gründen, was denn seine Kräfte sind. Das ist das alte Ding, das haben wir gerade dem anderen Typen, den wir gefischt haben, abgenommen. Keine Ahnung, was das Ding kann. Ich sag euch, es ist zwergisch und es hat eine sehr. Ja, das sehe ich selbst. Aber seht ihr auch, dass es eine magische Kraft hat. Nein, das war mir tatsächlich neu. Nun, ich könnte euch helfen herauszufinden, was diese Kraft ist und wie ihr sie für euren Vorteil einsetzt. Aber ihr müsst es mich halt aus dieser Zeit umgehen. Würfel mal auf Verhandeln oder sowas. Oh Gott, das hab ich nicht. Dann auf Charisma. Schade, dass wir keine Händlerin hier haben. Ganz blank, aber mit einem Nachteil, weil ihr seid immer noch Gefangene. Nein. Gut, ach, dann brauchst du auch nicht einen Nachteil. Ich hab ein Charisma von 0. Ich hab Charisma von 20, also von daher. Schade, dass wir keine Händlerin mit einem hohen Charisma-Wert hier haben. Das ist. Ja, schade, dass unsere Händlerin nichts anderes macht, außer zu gucken, ob Kartoffeln legendär sind. Ja, wollt das vielleicht mal. Gut, okay. Als du die Worte gesagt hast, guck dir dich nochmal an und lag zu dir auch. Ich glaube, ich habe bessere Chancen bei unseren Leuten. Und ehrlich gesagt, ich glaub dir nicht mal, dass das Ding irgendwas kann. Und er nimmt es und schmeißt es tatsächlich achtlos auf den Boden. Aha. Ich guck mal, ob ich irgendeinen Token dafür hab. Ein Vorschlag. Cool. Gibt es doch euren Leuten und wenn ich recht hab. Ach, Ruhe. Und versucht das mit dem Ausbruch nicht nochmal. Hätte ja das letzte Mal so geklappt. Ja,
Kann ich mir die Form des Schlüssels einprägen? Das kannst du tatsächlich, wenn du... Ich würde dir sogar... Ich traue dir sogar zu, dass du das kannst. Ja, ich meine, ich habe so viele Schlösser schon geöffnet, da sollte ich auch wissen, wie Schlüssel irgendwo aussehen. Ja. So, der Hammer ist übrigens jetzt... Das da. Aber wenn das der so groß ist, ja, aber wenn der so groß ist, dann kann ich ja keinen... Ich seh's auch nicht. Ah, ja, jetzt. Hab ich irgendwas ist da. Der Pixelbrei, ja, dort, meinst du? Der Pixelbrei da, ja, genau. Hm. Das ist nur ein Bild. Ah, der Pixelbrei. Ah, ja, jetzt sehe ich was. Mhm. Okay, gut. Es darf aber ich das hinterlegen kann. Das wäre nur ein Ding. Ja, das ist ja auch erstmal irgendwo wie Hintergrund aus, das habe ich es auch nicht erkannt. Gut. So, jetzt erkennt ihr es. Ja. Ja. Ja, jetzt ist das Leuchten der Pixelbrei. Jo, besser. Auf jeden Fall. Gut, ich darf aber noch kurz was würfeln. Gut, ihr dürft alle immer auf Wahrnehmung würfeln. Hat ja bisher so gut geklappt. Nein. Ja, erstaunlicherweise. Nein, 40 habe ich gewürfelt. Wahrnehmung. Habe ich geschafft. Juhu. Okay, dann fällt euch beiden auf, als der Typ den Hammer auf den Boden schmeißt. Wankt er danach ganz kurz, als hätte er leichte Kopfschmerzen oder sowas. Und danach sieht die Planke, auf der er gelandet ist, irgendwie ein bisschen hochwertiger aus. Mhm. Ein alchemistischer Hammer. Möglich, dass du so einen schon mal gesehen hast in einem anderen Leben, aber gut. Er zieht sich auf jeden Fall wieder zurück. Diesmal aber nicht nach oben, sondern ihr seht, dass er durch diese Tür geht. Mhm. Okay. Cool. Bauen uns die zwei Wachen immer noch an, oder? Ja, diesmal auch tatsächlich. Sind es jetzt auch noch zwei, wobei, oder? Wobei er guckt sich tatsächlich erstmal das Ding auf den Boden an und denkt drüber nach, ob du vielleicht doch die Wahrheit gesagt hast. Also der ist ein bisschen abgelenkt. Ja. Sind es wieder zwei oder sind es mehr? Ja, es sind wieder zwei. Okay. Ich würde mir die verbliebene Kartoffel nehmen, die Gewürze runter machen und anfangen mir aus der Kartoffel quasi einen Schlüssel zu knabbern. Es schmeckt nicht gut, aber es funktioniert, ja. Mach mal auf Geschick. Ja. Wie gut du das hinkriegst. Wie alt ist die Kartoffel? Scheiße, ey. Zu alt. Dann könnte es funktionieren. Du brichst jetzt zwar keinen Zahn aus beim Versuch reinzubeißen, aber es ist sehr knapp davor. Ja, die Kartoffel zerbröselt einfach irgendwo. Sie hält nicht richtig. Nein, die ist komplett entwässert. Das Ding ist hart. Okay, gut. Dann ist sie so hart, dass ich es nicht schaffe. Schade. Exakt. Vielleicht hast du auch einfach ganz typisch deine Zähne einfach seit 20 Jahren nicht mehr geputzt. Schade, dass doch daran. Schade, dass wir keinen Dolch haben. Mit dem man ein bisschen... Der noch irgendwo da drüben an der Wand steckt. Ja, wahrscheinlich außerhalb unserer Reichweite. Ja, natürlich. Ich würde ihm die Klinge geben. Vom alten rostigen Schwert, vielleicht geht's ja damit. Über diesen rostigen Rest. Ja. Ja, genau. Ist bestimmt nicht immer scharf, aber. Naja, aber besser als meine Zähne, vermutlich. Besser als die Zähne eines ungepflegten Piraten, ja. Kannst du mal versuchen. Einfach nochmal versuchen, oder krieg ich vielleicht auch einen Bonus, wer weiß? Diesmal, nee, mach's nochmal normal. Ja, okay. Ja. Das habe ich gepackt. Ja, du hast es geschafft, aus dieser sehr harten Kartoffel einen sehr harten Schlüssel zu machen. Ich würde den Schlüssel unauffällig an einen meiner Mitstreiter mitgeben, wer auch immer ihn gerne haben möchte. Ihr steht alle zusammen, das kriegst du hin. Ja. Wer will ihn ich halte den Schlüssel unauffällig den anderen Leuten hin. Und wer nimmt ihn an sich? Dann würde ich ihn nehmen. Wenn die anderen vor allem so zögern. Den brauche ich. So, was ist jetzt unser Plan? Warten, bis wir hingerichtet werden. Nö. Das ist ein verdammt guter Plan. Besser als der letzte. Was ich mich aktuell frage, ist, haben wir eigentlich jemanden mit einem musikalischen Talent in unserer Gruppe? Ich glaube, nein.
Nee. Also wenn du null also... auf Tanzen musikalisch sehen möchtest. Dann. Also ich habe etwas auf Betrügen, ich habe etwas auf Spiele und Tricks. Also das ist. Würde ich vielleicht sogar durchgehen lassen. Das könnte man kombiniert eingesetzt. Warte mal, kurze Frage. Ich habe von der 44 gewürfelt. Hätte Überreden gezählt? Auf was? Als ich versucht habe zu sagen, hey, ich kann euch vielleicht helfen, den Hammer untersuchen. Ja, hättest du mir gesagt, dass du das hast, dann hätte ich das durchgehen lassen. Ich meine, ich habe auch ein Überreden, aber was soll es? Ich hab gesagt, handeln oder sowas. Okay, Leute, ich hab Spiele und Tricks als Wert. Modi hat gerade gesagt, er würde das durchgehen lassen. Dann würde ich die Laute oder was davon übrig ist, denn weiterreichen für ein Ablenkungsmanöver. Laute. Ja, du darfst gern spielen mit Nachteil, weil dir fehlt mindestens eine Seite. Und zwei von den Metalldingern. Okay, ich gebe alles, was ich kann und hau in die Seiten. Nebenbei könnte man festhalten, dass auch ein Negativerfolg vielleicht die Wachen denn irgendwo. Also ich spiele ziemlich schrecklich. Also ja, du spielst richtig scheiße. Vielleicht liegt es an dir, vielleicht liegt es am Instrument auf jeden Fall. Der sowieso schon wütend ist. Es klingt ziemlich scheiße, es ist ohrenbetäubend. Das ist da wirklich ein Lärm. Ich würde zu unserem ehemals Kapitän hingehen und versuchen, mit den Handschellen den auf den Kopf zu hauen. Wieso? Ich versuche gerade zu helfen. Ich wollte gerade sagen, lass doch, wenn die angepisst genug sind, machen sie vielleicht einen Fehler. Wir hatten einen Plan, Leute. Auf jeden Fall sehr wütend. Haust du ihr mit deinen Dingern eins runter? Ja, ich würde ja kurz auf den Kopf hauen, weil es nervig ist, diese Musik. Oh Gott. Okay, das würde ich sogar durchgehen lassen. Und dann kommt er tatsächlich an. Ich hau mit der Laute zurück. Okay, interessant. Dann kommt er tatsächlich hin und brüllt euch an. Halt auf damit, wir brauchen euch lebend. Und haut mit seiner Axt ein paar Mal an die Gitterstäbe. Die haben jetzt leichte Macken. Ich schmeiß die Laute auf den Boden. Das ist sehr laut. Krieg ich die hier? Ja, logischerweise. Ja, du kriegst sie kaputt. Danke. Ich hab ne Idee. Ich würde die anderen zwei zur Seite nehmen. Die wollen uns lebend haben. Was ist, wenn wir versuchen, also vortäuschen uns gegen ich hab Kopfschmerzen. Und umzubringen, warten bis einer reinkommt und dann ihn dann überraschen? Wir haben gerade den zweiten Plan versaut. Wir hatten einen Plan, dass ich Musik spiele und die ablenke und die dann was macht und es ist eine Decke drauf. Ich habe Decke bekommen, weil ich den Plan durchgeführt habe. Leute. Also abgelenkt ist er auf jeden Fall. Das habt ihr geschafft. Ich krieg hier Depressionen. Es ist beeindruckend, wie wenig ihr als Team funktioniert. Ich liebe es. Ich hasse es. Ja, so, was wollen wir noch machen? Abgelenkt, haut doch ein paar Mal mit seiner Axt gegen die Stäbe. Einer davon scheint sich sogar leicht zu lösen, weil er wirklich sehr wütend dagegen haut. Ja, also wie gesagt, wir könnten auch... könnten wir mit der Kartoffel das Schloss leise öffnen, weil es ja im Grunde passend wäre. Wenn er nicht gerade zu euch gucken würde vielleicht. Der andere starrt immer noch den Hammer an. Und fragt sich, war die Bodendiele da immer schon so hübsch oder ist das neu? Also der scheint der weniger intelligente zu sein, was beeindruckend ist, weil der andere ist auch schon nicht sonderlich smart. Ich bin ruhig, bin entspannt. Gut, dann habe ich das, nicht darüber auf. Dann, gut, wir sind jetzt lieber leise. Ich meine, wir machen sonst nur noch mehr Probleme, oder? Naja, wenn wir nichts machen, sind wir tot. Nein, ich sage es so extra laut. Okay. Könnt versuchen, ihn so wütend zu machen, dass er vielleicht versehentlich den Käfig einweist, dass wir zum Beispiel... Ich habe einen Plan. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen, uns gegenseitig umzubringen, weil die wollen uns lebend haben? Vielleicht könnte man den dann reinlocken und dann könnte man uns vielleicht
wäre doch eine Idee, das wäre doch ein Plan. Mate, das habe ich vor literally 2 Minuten gesagt. Nein. Ja, das haben wir schon gesagt. Oder vielleicht nehmen wir eine Knoffel und versuchen, den mit die Gewürze ins Gesicht zu streuen, damit wir dann kommen können und dann werden den überwältigen. Auch das haben wir schon probiert. Nein. Durch das Bullauge sehe ich mich mal schon. Vielleicht spielen wir Musik, um ihn abzulenken. Vielleicht nehmen wir ein Auto und spielen das Musik, um ihn abzulenken. Wir diskutieren damit. Ich flüstere den anderen ins Ohr. Wir könnten den einen, ja, der scheint ja nicht gerade der hellste sein, sagen, dass uns den Hammer geben soll, damit wir gucken, ob der wirklich Dinge repariert und dann sagen, dass wir die Zelle reparieren wollen als Test, weil die Stange da ja locker ist. Können wir machen. Vielleicht derjenige, der überreden kann. Ich kann nicht überreden. Also, ich kann es nicht versuchen, aber ich glaube, wir haben bessere Redende dabei. Als mich, sagen wir es mal so. Was ist denn euer 5. Plan? Hast du gerade zugehört? Nein, tut er nicht. Gut. Ich glaube, ihr hört euch alle gegenseitig nicht zu empfinden oder ja. Gegenseitig. Ich was ist unser Plan? Ja, das, was wir gerade eben gesagt haben. Wiederhol es bitte nochmal. Dass wir den Typen, der den Hammer anguckt, überreden, dass er uns den Hammer gibt, damit wir ihn zeigen können, damit wir gucken können, ob der wirklich Dinge repariert. Okay, ich trete. Halt nicht unbedingt Dinge. Ich trete hervor an das Gitter und schau den an und sprich zu ihm. Schauen Sie, da liegt ein sehr wertvoller Hammer dort unten, der ist offensichtlich, Sie haben schon gesehen, was das für eine Auswirkung auf den Boden dort, auf die Latte hat. Schau dir den doch mal an. Ich würfe auf überzeugen. Ja, mach das. Auf manipulieren. Habe ich nicht geschafft. Seine Antwort ist, beziehungsweise er dreht sich um und sagt zu dir: Ich bin vielleicht dumm und hab nie die Schule besucht, aber ich bin nicht so dumm. Ich trete zurück. Aber die Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich will das wirklich gern wissen. Und er nimmt tatsächlich den Hammer und nimmt mit voller Kraft einmal Anlauf und haut ihn gegen die Ecke von eurer Zelle. Und was passiert? Selber Effekt. Er sieht für einen Moment aus, als wäre nicht. Als würde es ihm nicht gut gehen und der eine Stab glänzt sehr schön. Plötzlich. Ich möchte mir den Stab mal genauer angucken. Gut, er steht jetzt zumindest in Reichweite auf jeden Fall. Mhm. Also Hammer und Typ. Er steht also. Er steht, der Typ, mit dem Rücken so unabgewendet von der Tür. Ist die Tür frei, Modi? Der andere Typ steht noch vor der Tür, aber er ist jetzt gerade quasi hier und hat ausprobiert. Und den Hammer hat er jetzt noch in der Hand, oder? Ja, genau, den hat er noch in der Hand anstatt der Axt. Die Axt liegt jetzt quasi an der Position, weil er es echt gern probieren will. Und er grinst jetzt so ein bisschen dumm. Seht ihr, ich sagte doch, dass der Hammer magische Fähigkeiten hat. Nun, vielleicht wollte ich auch an Captain Bescheid sagen, ich könnte immer noch behilflich sein, zu ergründen, was genau er kann. Weißt du was, das ist die erste gute Idee, die einer von euch bisher hatte. Mhm. Und er rennt durch die Tür los. Ich würde mir einen Teil der Laute nehmen und anfangen damit an den Gitterstäben rumzu. Kommt man an die Axt dran? Kommt man? Nein, lass das. Kommt man an die Axt dran? Welche Axt? Kommt man an seine Axt dran? Die liegt auf dem Boden, vielleicht. Wenn der andere gerade abgelenkt wäre. Ich schnapp mir einen Teil der Laute und gehe an die linke Seite und geh damit so die Gitterstäbe ab, dieses und das funktioniert tatsächlich. Er fängt an zu fluchen, klettert hier sehr unbehende
rüber, bis er auf der Seite steht und sagt zu dir, hey, aufhören. Das. Hör einfach auf. Jo, ist die Tür noch offen? Den Typen neben mir an? Die Tür ist abgeschlossen aktuell. Okay. Tür ist abgeschlossen. Aber jemand könnte sich die Axt schnappen. Jemand hat vielleicht einen Schlüssel. Jemand hat vielleicht einen Schlüssel bei sich. Ich mach die Tür auf. Ihr könnt auch an die Axt gehen. Ihr könnt auch die Tür aufmachen, euch die Axt nehmen, ja, wieder rein. Aber ich will die Axt zumachen und schließen. Ich bin wahrscheinlich am schlechtesten mit der Axt, weil ich keine scharfen Waffen bedienen kann. Dann holt ihr die Axt und gibt es unserem fucking Zwerg. Der wird doch damit irgendwas anfangen. Ich bin der Zwerg. Der Zwerg. Also, ich kann keine Äxte bedienen, ich kann nur Stumpfe Waffen. Er ist der erste Zwerg in der Geschichte, der keine Äxte bedienen kann. Von euch, jemand von euch hat einen Schlüssel. Ja, ich habe gesagt, ich schließe die Tür auf. Gut. Aber ich habe gesagt, ich kann keine einen Move. Beeinigt euch innerhalb von einer Minute darauf. Das wird also sonst die Tür. Geht er wieder an seine Position zurück. Ja, wie gesagt, ich mache die Tür auf, weil ich kann keine Axt bedienen. Jemand anderes kann sich ja die Axt nehmen, weil ich kann nur stumpfe Waffen. Weil ich Hammer habe. Zwergi, willst du irgendwas machen? Kann derjenige, der die Tür öffnet, schleichen? Gib mir den Schlüssel. Dann einmal auf Geschick, um unten. Gib mir bitte den Schlüssel, ich kann schleichen. Mach was? Geschick oder so. Einigt euch drauf, wer die Tür aufmacht. Ihr solltet es vielleicht nicht tun, so dass er es bemerkt. Gibt Zwergi den Schlüssel. Dann kann ich schließe die. Ich schließe die Tür auf und versuche so leise wie möglich da rauszuschleichen. Dann schleich. Ich schleiche. Aber bitte nicht. Habe ich nicht geschafft. Gut, du öffnest trotzdem die Tür. Schaffst es bis raus. Du bist allerdings nicht leise genug, dass er es nicht ohne einen Wurf bemerkt. Er bemerkt es tatsächlich. Er ruft rüber. Hey, zurück in die Zelle mit dir. Ich versuche zu dem. Sehr langsam über die Säcke. Ich versuche zu der Axt hin zu hechten. Ich versuche dahin zu rennen. Soll ich mal auf Rennen werfen? Ob ich das schaffe? Was genau willst du tun? Ich möchte zu der Axt rennen. Die liegt hier neben dir. Okay, ich hebe die Axt auf. Während er darüber kommt. Du hast eine sehr große Axt. Sie ist doppelt so groß wie du. Ist mir scheißegal. Ich versuche mit meinem improvisierten Waffenwert sie einzusetzen. Lass ich diesmal sogar durchgehen. Es ist zwar improvisieren mit einer Waffe, aber gut genug. Morty. Ja, mach. Okay, Würfel. Ich versuche sie gegen die Wache einzusetzen. Das ist mir um einen Punkt nicht gelungen. Dann haust du die Axt leider daneben. Tatsächlich auf den Punkt, an dem er schon einen Stab rausgekloppt hat. In einem Schwinger und du haust tatsächlich einen Stab aus dem Käfig. Ihr könntet euch jetzt dadurch quetschen. Dann nehme ich mir auf jeden Fall diesen Stab. Gut, ihr habt jetzt noch einen Move, danach seid ihr im Kampf mit ihm. Gut, ich nehme auf jeden Fall den Stab. Gut, ich nehme mir die restlichen Gewürze, die ich habe und versuche sie ihm ins Gesicht zu pusten. Okay, dann beweg dich in Kampfposition, danach würfeln alle Initiative. Let's go. Dann bin ich hier, so ungefähr. Dann bleib ich hier. An der Zelle. Initiative auf wie viel hoch? Initiative ist euer Geschick plus 1W6. Also Geschick durch 10 plus 1W6. Also 1W100 plus 6W6. Nein, nicht 1W100, sondern euer Geschickwert geteilt durch 10 plus 1W6. Ja, bitte was? Boah, warte mal. Also wie ist der Code, den wir jetzt dafür schreiben? Der Geschick durch 10. Was schreibe ich jetzt? Oder Slash R, 1D. Ich werfe jetzt einfach 1D6 und dann das Recht kann ich ja drauf. Ah, nee, warte mal. Sonst kannst du es wieder. Das ist zu kompliziert, sag mir Modi, was ich schreiben soll. Sorry. Das, was ich gemacht habe. Nur mit deinem Wert. Hä? Euer Wert ist das, was du in Geschicklichkeit eingetragen hast, geteilt durch 10. Ist eure grundlegende Geschwindigkeit, wie viele Felder ihr euch pro Runde bewegen könnt. Und eure Initiative. So. Nehmen wir das. Jetzt mal, ich komme als letztes dran. Oder der mit der niedrigsten dran. Zahl fängt als erstes an, oder? Wer fängt an, Modi? Lass mich kurz was sagen. Nachgucken, Moment. Wollten wir nicht eine Pause machen?
Ja. Ja. Ach, ja. Machen wir dann jetzt. Dann machen wir den Kampf danach. Wer fängt aber an im Spiel? Im Kampf. Ja, wir steigen mit dem Kampf ein. Der mit dem niedrigsten oder der mit dem höchsten? Der mit dem höchsten. Okay, so fängt ja, dann nach der Pause der. Ja. Okay, dann machen wir eine Viertelstunde Pause und danach sehen wir uns wieder. Mit einem spannenden Kampf. Hoffentlich. Bis gleich. Auf geht's. Discord-Chat, okay. Ja, Discord-Chat. Machst du bist als erster dran. Achso. Bewegungsreichweite habt ihr in diesem Raum. Jede, die ihr wollt. Ja, Will ich was zu machen, wenn ich hier hinter jemanden stehe? Naja, du kannst vielleicht versuchen, ihn wegzuziehen oder so. Gut. Dann kannst du dich auch auf ihre Schultern setzen. Ihr seid im Kampf. Ja. Auf geht's. Sagen wir es mal so, kann ich ihn treffen? Irgendwie, also den Ding. Ich lasse es mal zu. Gut, dann, ne? Oh, ich treffe sogar. Was macht eine Eisenstange Schaden? 3? Nimm mal die Werte von der Keule. Oder nimm von deinem Hammer einfach. Einen Moment. Die hast du ja. Ja. Okay. Ah. Gut. Du haust ihm eine runter. Viel passiert nicht. Gut. Ich versuche ihm, wie vorhin schon angemeldet, die Gewürze ins Gesicht zu pusten, damit er halt einfach nichts mehr sieht. Ja, das kriegst du hin. Damit ist er desorientiert. Er braucht mindestens 2 Runden, um sich davon halbwegs wieder zu erholen. Gut. Das heißt, ihr könnt ihn einfach mit Angriffen zuspammen. Gut. Reicht mir das noch an Bewegung, damit ich zumindest bis aus der Zelle rauskomme? Bewegen kannst du dich, gut, wie du lustig bist. Ja, dann würde ich ehrlich gesagt versuchen. Achso, hier ist doch irgendwo das Loch, denn zwänge ich mich durch das Loch durch und versuche an dem Typen vorbeizukommen. Dafür brauche ich einmal Geschick von dir. Kriegst du. Ja. Gut, geschmeidig wie eingeölt gleitest du da durch und stehst jetzt direkt neben ihm. Gut. Also, da irgendwo? Irgendwo da in der Ecke, ja. Ja, gut. Okay. Ich würde nach hier hinten laufen und den Dolch aus der Schiffswand ziehen wollen. Kannst du. Gut. Das ist meine Aktion für diese Runde. Ja, gut. Und sonst, wie geht's euch sonst so? Weiß nicht. Ich glaube, Zwerge fehlt noch. Ja. Wer hat jetzt das letzte eingesetzt? Du bist dran. Ich bin dran, sehr, wie auch immer. Ich stehe jetzt, so ziemlich direkt vor ihm. Ich habe immer noch eine große Axt in der Hand. Oder ein Hammer, was war das? Eine Axt? Eine Axt. Du hast eine Axt. Eine Menschenaxt. Die versuche ich mit improvisierter Waffe, versuche erneut nach ihm zu schlagen. Ja. Mal schauen, ob mir das gelingt. Wahrscheinlich nicht. Verteidigen wird er sich nicht. Waffen, nein, hat mir natürlich nicht geklappt. Ich hau daneben. Du haust erneut daneben. Ja. Ist halt eine ziemlich schwere, große Waffe. Ja. Die ich nicht bedienen kann. Dann darf der Zwerg nochmal hauen. Wo ist denn unser Magier? Ist der abgehauen? Ja, der ist unten. Der hat meinen Dolch geholt. Richtig. Er ist jetzt König von nicht ganz England, aber er hat zumindest einen Dolch aus der Wand gezogen. Gut. Damit ist er zumindest König von diesem Schiff. Zauberer, glaube ich. Oder? Der Assassin ist jetzt dran, wenn der Zwerg dran war. Ich war gerade dran. Weg zum, Der Zwerg hat noch nichts angegriffen, ansonsten, falls doch, habe ich nicht getroffen. Okay. Gut. Der Zwerg hat noch nicht angegriffen, aber die Zwerg hat angegriffen. So. Doch, also der Zwerg hat es auch schon versucht. Ja, aber dann macht einfach mal weiter. Ja. Macht einfach mal weiter, vielleicht killt er euch ja einfach. Ja, ich bin jetzt dran und ich laufe zu unserem Magier und fordere mir meinen Dolch ein. Ich überreiche dir den Dolch, bitteschön, du kannst damit eh mehr anfangen als ich. Danke.
Sag ich natürlich nicht, sondern ich mache nur ein dankendes Nicken. Und jetzt wirfst du ihn durch die Telle in seinen Hals. Nein. Und ich würde, je nachdem wie weit ich mich noch bewegen darf, dann wieder Richtung Wache machen. In Nahkampf schaffst du es nicht mehr, aber ich würde sagen, zumindest bis hierhin geht. Okay. Wie sehr hasse ich euch? Sehr. Mach einfach. Noch? Kannst du vom Schiff teleportieren? Die Wache ist ja noch beschäftigt, nehme ich an, ja? Ja. Und der Hauptmann ist in die Richtung abgehauen, richtig? Ja. Ich laufe auch mal da rein. Okay, gut. Du wirkst dich erstmal hier rein, machst deine Tür auf. Dann gehst du hier rein. Guten Tag, die Herren. Ich möchte gerne einen Ausbruch melden. Exakt, du siehst zwei mit Kurzschwertern. Du siehst 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waffen. Hier oben. Du siehst in einem. Du siehst auch tatsächlich in einem Käfig voll mit. Moment. Hier. Du siehst auf einem, in einem das Käfig voll mit irgendwelchen Runen. Sind es magische Runen? Ja, eindeutig. Ah. Siehst du den Typen, der vor der ganzen Weile in der Höhle einen Halbling zerfetzt hat? Mhm. Und hier unten in so einer Art magischem Bandkreis oder irgendwas? Kannst du nicht genau sagen, dafür bräuchte ich einen Wurf. Siehst du einen in Lumpen gekleideten, sehr feuchten, alten Mann sitzen? Muss ich wahrnehmen? Muss ich Wahrnehmung werfen, oder? Das siehst du in diesem Raum. Achso, okay. Neben den beiden mit Schusswaffen, dem Typen mit einer noch größeren Axt und dem mit einem riesigen Speer. Mhm. Die sich jetzt alle zu dir gedreht haben, weil du in diesen Raum gestürmt bist. Ja, guten Tag. Ich würde gerne einen Ausbruch melden. Warte mal, seid ihr nicht dieser Magier aus der Höhle? Gut, war ein schöner Abend mit euch. Das war Pen Paper Sophora. Teil 5, wir spielen Spirit Fever. Moment, ich hab die drehen sich doch alle. Hat Spaß schau gemacht. Mal, schau mal in Game Chat. Das ist ein viel besseres Game. Game Chat? Ja, yeah, Game Chat. Spiel doch einfach Human Fall Flat 2. Oh. Ja, gut, nein, das war deine Runde. Du hast die Aufmerksamkeit von allen. Mhm. Ich hab doch der Zauberer oder ignoriert er mich einfach? Nicht in deiner Runde, in seiner. Ich hab doch in Human Fall Flat 1 erst 100 Stunden Spielzeit. Gut, was tut der Rest? Ja, nachdem der Zauberer dran war, ist jetzt unser Halbling dran. War ich nicht nach dem Zwergmann? Nein. Nein. Du warst je nachdem vor dem Zwerg dran. Halt das Rundenende. Ja, du machst das Rundenende und dann kommt der Zwerg ran. Okay, dann würfel ich mal. Dann versuche ich noch ein weiteres Mal mit der Axt nach der Wache hier zu schlagen. Hat bisher so gut geklappt. Oh. Das brauchen wir nicht zu diskutieren, ob es geklappt hat oder nicht. Das hat natürlich nicht geklappt. Nein, das hat nicht geklappt. Ich hau ein weiteres Mal mit der Axt daneben. Dann hat die Wache sich jetzt mittlerweile erholt und würde tatsächlich in... Ah nee, Quatsch. Erstmal auf der Zwerg. Entschuldigung. Okay, gut. Danke. Hier. Wie heißt dein Charakter eigentlich? Mein Charakter heißt... Der Herold. Ich weiß noch meinen Nachnamen. Ah, Nimus Steinfaust. Und dann benutzt du nicht mal deine Steinfäuste. Auf geht's. Oh, geil! Mach absolut keinen Schaden, aktuell. Cool! Du streifst ihn sehr leicht an seiner Rüstung. Rüstungswert habe ich einfach mal rausgenommen. Ich räche ihm meine Axt. Darfst du nicht der ist in deiner Runde. Ja, schade. Glückwunsch, gut, die Wache hat sich erholt und. Hast du was auf Axt? In blinder Wut würde sie tatsächlich den Zwerg versuchen anzugreifen. Das schafft sie exakt. Oh boy. Ah, okay, müsste ich nicht erst noch dran sein? Nein. Die Wache ist. Das ist direkt. Achso, ihr habt dieselbe Initiative, ich habe ihn jetzt mal vorgezogen, Entschuldigung. Ja, gut, das,
Gut, ja, nee, deswegen war ich jetzt gerade. Gut, dann würde ich mich jetzt von hinten an die Wache ranschleichen. Dann mach erstmal deinen Zug, ja. Und wird er denn mit meinem Dolch denn ordentlich was geben wollen? Dann greif an. Ja. Gut, ja, dann mach Schaden. Gut. Wegen Angriff aus dem Hinterhalt, deswegen kriege ich nochmal einen D4 drauf. Ja, wenn du dir das gemerkt hast, dann. Ja. Mach das. Steht bei mir sogar nochmal drin. Gut, du stichst ihn ab und es blutet auf jeden Fall. Also es hat ihn getroffen. Wie gesagt, er greift den Zwerg an, der nochmal ausweichen darf. Ja gut, ich kann da mal drauf werfen. Ich glaube, es klappt. Gut, dann weichst du aus, dann passiert nichts weiter. Er würde aber noch einen zweiten Angriff starten, dafür nicht parieren. Lege ich jetzt einfach mal so fest, weil das System ist sowieso ein Flickenteppich. Tut er das einfach. Würde treffen. Was? Er würde treffen, du darfst nochmal ausweichen. Erschwert diesmal. Achso. Also mit Nachteil einmal. Was denn, warte mal. Der Nachteil war ein D6, oder? 20, ja, 1W20. Ah. Plus 1W20. Ah, klappt eh nicht. Gut, dann macht er Schaden. Macht dir 3 Schaden. Reicht das, um dich umzubringen? Nö. Logischerweise. Schade. Glaube ich. Nee, locker nicht. Belastend. Ja. Dann bin ich wieder dran. Vielleicht nicht. Mhm. Oder der Zauberer. War der schon mal dran? Der ruft gerade die anderen Wachen zu uns. Nein, ich meine den Zauberer, den ich angesprochen habe. Nee, auf jeden Fall. Du siehst einen ganzen Raum, der dich beobachtet. Hm. Wie schon gesagt. Zwei, die ihre Waffen gegen dich erheben. Ich würde die Hände heben, auf die Knie gehen. Wie schon gesagt, ich würde ganz gerne einen Ausbruch melden. Wie ich sehe, habt ihr hier einiges an magischen Gegenständen. Ich würde noch einmal ganz gern meine Dienste anbieten. Gut, er hier kommt tatsächlich rüber zu dir. Checkt einmal, ob die Fesseln noch funktionieren. Und gibt dann einmal Entwarnung. Während das passiert im Hintergrund was? Gut, wir haben also einen Magier gegen uns. Er springt ihm tatsächlich auf den Rücken. Okay. Viel mehr passiert jetzt erstmal nicht in deiner Runde. Mhm. Und es sind alle sehr verwirrt, was hier gerade irgendwie passiert. Ich habe für Ablenkung gesorgt. Mhm. Oder für mehr Angreifer. So steht's unsere Wache noch, oder? Ja, ihr habt ihm 7 Schaden gemacht. Er hat ähnlich viel Leben wie ihr. Also vermute ich bin jetzt dran. Dann darf ich mal, ob mir das ein weiterer Schlag mit der Axt gelingt. Nein, natürlich nicht. Ich hau daneben. Oh, hör doch mit den 88ern auf, ey. Ich wollte gerade sagen, du liebst die 88, oder? Zumindest meine Charaktere. Noch einmal und ein Mann mit sehr kleinem Schnurrbart taucht in dein Zimmer auf und gibt dir eine Ohrfeige. Ah, der Zwerg, den sie aus dem Wasser gefischt haben. Ja, natürlich. Dann darf der Rest wieder weiter agieren. Oder sowas. Macht einfach Schaden. Beziehungsweise. Unser Zwerg ist dran. Zu. Okay, dann. Also, ja. Da und da. 9 Schaden. Danke, endlich mal Schaden. Okay. Dann, sieht das bei mir eigentlich immer noch aus dem Hinterhalt, wenn ich ihn von hinten angreife? Ich würde sagen, ja. Einfach weil ich die Regel nicht mehr im Kopf habe. Sag ich mal, ja. Und dann, probiere ich auch wieder meinen Angriff? Nein, absolut nicht. Nö, dann schaffst du es nicht. Er hat den Sossenbachel verstanden. Er hat einen heiligen Hammer mit dabei. Dann macht er wieder Angriff. Nein, diesmal trifft er nicht.
Dann ist jetzt unser Zauberer dran. Jared Jones ist nicht mehr. Ja, aber er wird nochmal angreifen, damit ihr einfach, damit er nicht mehr ausweichen kann, quasi. Trifft tatsächlich. Will den Zwerg treffen, ausweichen. Warte. Nö. Gut. Wie ich bereits sagte. Kriegst du volle 12 Schaden. Ja, oh, sehr schön. Das zwiebelt. Das hau dir erstmal aus dem Leben. Max, kannst du. Achso, hau dich aus dem Leben. Dann ist das. Dann stellt sich die Frage. Ja, tot wahrscheinlich nicht. Ich hab eure Bögen nicht offen. Ich hab keine Ahnung, wie viel Leben ihr habt. Ja, 21. Das heißt, ich habe noch 6. Ja, also das hatte ich schon gut in die Knie gezwungen, aber du stehst noch. Okay, wäre ich dann wieder dran? Weil jetzt war ja der. Ja. Okay, dann würde ich mal die verdammte Axt wegwerfen. Wir haben den Zauberer. Dann gehen wir den Raum weiter. Was macht also, der Verräter? Darf ich einen Raum weitergehen? Oder? Also, ich würde dann noch. Du hast dich gerade auf den Boden gekniet und eine Wache hat dich gerade an den. Richtig. Fesseln, als ein alter Mann aus einem Bannkreis heraus auf den Rücken einer Wache springt. Wie ich ja bereits sagte, ist dieser Hammer magisch, den einer von euren werten Kollegen bereits hergebracht hat. Wie ihr seht, ich verstehe etwas von meinem Handwerk. Ich denke, ich könnte eine hilfreiche Bereicherung für euer Unterfangen sein. Krieg ich irgendeine Reaktion von denen? Du kriegst sehr verwirrte Blicke und du kriegst einen Mann, der nicht mal weiß, was es überhaupt bedeuten soll, euch bei eurem Unterfangen zu unterstützen. Sein Unterfangen war gerade, einen alten Mann zu bewachen, der gerade, Moment. Ich richte das an diesen Zauberer, der dort hinten sitzt, wo du gesagt hast, das ist der Mann aus der Höhle. Ja. Das geht die ganze Zeit an den da. Ja, der lehnt relativ entspannt am Käfig und scheint da einfach nicht rauszukommen. Ach so, der ist eingesperrt. Okay. Der ist eingesperrt, ja. Wie gesagt, das ist der, den man fälschlicherweise immer wieder als Vampir hier im Abenteuer bezeichnet hat. Gut. Ach, das ist doch ein schönes Bild. Der alte Mann ist der aus dem Artefakt-Ding. Könnt ich bitte mit euren Hauptmann besprechen? Also, du merkst aber, dass ziemlich viel Chaos ausbricht, weil da hinten gerade versucht wird, in ein Ohr zu beißen, aber mit den Zähnen gegen einen Helm. Also da scheint jetzt gerade Aufmerksamkeit zwischen dir und da drüben hin und her zu springen. Es scheint Chaos zu geben. Auf Deutsch ist es gerade kein guter Moment dazu. Ja. Exakt. Gut. Professor Eich sagt, das ist nicht der richtige Moment, um Fahrrad zu fahren. Exakt, die beiden legen auch tatsächlich auf ihn an. Also auf ihn. Dann darf der Rest jetzt weiter agieren, da hinten. Wollt ihr eure Wache endlich mal umbringen? Ja, ich versuch's. Ich werf die Axt weg und schlage mit meinen Fäusten zu. Dann schlag mit den Fäusten zu. Keine 88. Ich hab's aber nicht geschafft. Das nächste muss aber eine 8 sein, das weißt du. Gut, du haust irgendwo daneben. Oder auf seine Rüstung, wer weiß. Nein, eine 5. Gut, next. Warte. Entschuldigung. Gut, dann bin ich dann wohl dran. Ja. Mhm. 6 Schaden. Gut, du machst ihm 6 Schaden. Er sieht gar nicht mehr gut aus. Er dreht sich jetzt aber auch tatsächlich um und versucht dich zu treffen mit seinen 2 Angriffen. Yay. Nein und nein. Schön. Er schwingt also geschickt an dir vorbei. Mit seinen blutigen Armen und was auch immer. Dann, Zauberer, was tust du?
Ich würde etwas von der Tür versuchen wegzurücken und sagen, der ist immer noch der besagte Ausbruch. Ihr könnt ganz einfach überprüfen, ob ich lüge. Schaut doch einfach mal Na nach dann. hinten. Gut, es werden tatsächlich Wachen geschickt, und zwar die beiden mit Ja, den wir kriegen den einen schon nicht Schusswaffen. besiegt. Jetzt haben wir den, haben wir zwei Ja, weitere. offensichtlich, weil ihr euch gegenseitig irgendwie sabotieren wollt heute. Es ist dieser Abend. Ja, gut. Gut. Zwei Wachen, die nach euch dran sind, betreten den Raum. Währenddessen, hier hinten wird jetzt auf einen Helm eingetrommelt. Ziemlich effektiv sogar. Bin Ja, ich wir. jetzt wieder dran, oder? Nein, erstmal darf hier hinten er seinen Gegner von auf dem Rücken verkloppen und darf ihm 8 Schaden machen. Jetzt darfst du. Ich bin dran. Okay, ich versuche von hinten. Gibt mir das irgendeinen Vorteil, ihn von hinten mit der Faust zu Hier nicht. schlagen? Hier nicht. Okay, ich versuche ihn mit der Faust zu schlagen. Geil. Es ist dieser Würfel. Ich schaffe es nicht. Was wäre jetzt mit dem Diese Fernschuss? Würfel sind gezinkt. Okay, ich schaff's, ihn nicht zu treffen. Ich hau daneben. Nee, du schaffst es nicht, ihn zu treffen. Next. Ich glaube, der Zwerg war nach mir dran. Ja. Ja. Oder? Ja. Die Steinfaust. Nee, ich glaube, das trifft nicht. Also liegst blutend auf dem Boden. Nö. Weiß nicht, ob du ihn reinsetzen kannst. Der kann auch. Bis 0 ja und hab 0 tot. Das weiß ich noch, dass wir das so gespielt hatten. Was? Du darfst Bis noch bis 0 null noch angreifen und danach bist du tot. Jo. Klingt nach einer guten Aussicht. Vielleicht können wir das Abenteuer heute so beenden. Ja, Das da ihr war nicht jetzt gerade schlimm. offensichtlich alle gegen euch aufbringt, ja. So, wer ist jetzt als nächstes dran? Unser Zwerg. Ne, der hat doch gerade eingesetzt. Der Nee, hat auch gerade schon. angegriffen, Daneben unser geschlagen, leider. Ach so, gut, nee, das hab Attentäter ich. darf. Ja, nee, dann bin ich jetzt dran. Das hatte ich nicht Dann mitbekommen, ist dass unser der Ninja mittlerweile Warrior schon daneben dran. gegangen ist. Entschuldigung. Das ist noch getroffen. Ja, das ist noch getroffen. Macht Geil. wenigstens einer Schaden. Mach Schaden. Ja, Menschenball. Da Das ich ihm hilft leider nicht jetzt mehr nur noch viel. direkt ins Gesicht gucke, ist es natürlich. Ah, doch noch ganz okay. Viel Schaden. Ja, reicht. Du schlitzt ihm den Hals auf, der fällt zusammen. Ihr könntet ihn looten, wenn er jetzt nicht. Und wenn wir jetzt nicht 50 andere Wachen wären. Ja, wenn da jetzt nicht zufällig zwei Leute mit angelegten Pistolen auf euch zukommen würden. Okay. Gut, dann Ich drehen wir uns würde um. sagen, in der Initiative-Reihenfolge übernehmen Sie einfach seine. Jetzt. Gut, dann Na werden die dann. jetzt dran. Was tun Sie? Wir erschießen uns. Ende. Ja, der eine legt an, der eine zielt und feuert wo auch immer hin. Und trifft er? Nö. Der Der zweite. andere zielt, der andere legt an, zielt. Das muss ich nachgucken. Schießt auch irgendwo hin, aber es ist deutlich knapper. Unser Zauberer. Naja, ich würde versuchen, langsam hier vorzurotten, um zur Kabine von den Guten. Wie heißt der? Kapitän oder Anführer oder was es ist, zu kommen. Ich glaube, das Ding Weißt Hauptmann du oder so nicht, genannt. Hab den nie gefragt. Vielleicht Hauptmann, vielleicht irgendwas anderes. Er ist auf jeden Fall drin, das hörst du. Du hörst auch, dass er in die Nähe kommt. Der Tür. Also wenn ich dann in der Nähe von der Tür bin, würde ich einmal kurz anklopfen. Mit den Handschellen. Gut, dann geht die Tür genau vor deiner Nase auf. Guten Dann Tag, werter befindest du dich Herr. hier und Also. er befindet sich auch hier.
quasi. Findet er bestimmt ganz gut, dass ein Gefangener bei ihm ist. Ja, der findet es so gut, dass er dir direkt eine Faust ins Gesicht geben will. Guten Tag, werter Herr, ich möchte einen. Er trifft. Au. Der knockt dich erstmal kurz aus. IKO. Beziehungsweise okay. Du robst, er tritt dir sogar einfach ins Gesicht. Du kriegst 4 Schaden. Mhm. Au. Bin ich jetzt ausgenockt oder kann ich noch irgendwas sagen? Du hast deine Runde versucht. Okay. Dann wäre ich dran. Ja. Nee, erstmal auf meine Entwicklung. Der versucht sich immer noch da zu kloppen, während er am Rand von diesem Kreis sich befindet. Wäre ich dann dran? Ja, du wärst dran. Ich würde mal versuchen. Was liegt denn in meiner Nähe rum? Was kann man da. Eine tote Wache. Kisten. Säcke. Was für eine Waffe hat die? Dieselbe wie die andere. Okay. Nur hat er sie zweihändig geführt, der andere hat sie mir so in einer Hand geschwungen. Okay, ich versuche irgendwie eine Latte aus. Ich versuche eine Latte zu greifen und die rumliegt, vielleicht irgendwie aus einer Kiste raus. Und mache mich Richtung den Leuten auf den Weg, die aus. Ja, du bekommst eine Holzlatte von mir. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Das war dann, glaube ich, mein Move. Ich gehe zu den Wachen. Okay, ich versuch die Wachen anzugreifen. Ja, natürlich meine Holzlatte. Soll ich würfeln? Ja, Angriff. Los. Improvisierte Waffe, denke ich mal, habe ich nicht geschafft. Nee, ich renne mit denen und dagegen. Ich renne mit der Waffe auf. Ich zieh jetzt einfach mal. So. Ich renne mit der Latte gegen die Wand. Ja. Ja, mehr oder weniger. Findet sich jetzt in sehr naher Reichweite für seine Pistole. Ja. Glückwunsch. Sehr schön. Gut, next. Zwerg. Achso, ja, stimmt, sorry. Das sehe ich dann endlich mal Schaden in diesem Kampf. Auch wenn es jetzt nicht so interessant ist. Nee, es war gar nicht. Ich vergesse nicht die ganze Zeit die Rennschuhe. Komm ich bis dahin. Sie steht vor dir. Wo? Im Discord-Chat. Ah nee, das meinte ich gerade gar nicht. Komm ich bis dahin? Ja. Kann ich noch angreifen? Ja. Okay, dann mach ich das. Gut, hat nicht geklappt. Haben die beiden nochmal für Waffen? Pistolen. Das heißt, die machen Schaden, wenn sie treffen. Oh ja. Könnt ihr bitte nicht leiser reden? Sonst seid ihr leiser als die. Ich habe nicht ein bisschen leiser geredet als sonst. Jo, stimmt. Mhm. Ja, ich mache mich auch auf den Weg und versuche durch die beiden, also so zwischen den beiden, irgendwo auf den einen Typen einzustechen. Ja, dann versuch das. Jo. 2 Schaden. Machst du. Ja. Dann werden die beiden gut dran. Ja, gut, sie machen dasselbe wie immer. Zielen und schießen 2-mal. Trifft nicht. Weil das andere quasi ein kritischer ist, treffen beide. Wer wird getroffen? Würfel ich jetzt eben aus. Nummer 2 und 3, das sind Reihenfolge nach der Zwerg und der Attentäter. Mhm. Okay. Ich auch ausweichen oder? Nicht bei Schüssen. Okay. Sind 3 Schaden auf den Attentäter und 1 Schaden auf den Zwerg. Gut, danke. Ich lebe noch. Ja, Zauberer ist dran. Ich habe noch nicht einen Kratzer abbekommen in diesem Kampf, finde ich großartig. Guten Tag. Du kriegst deine Kugel im Kopf, bis sind tot.
Wie schon gesagt, besagter Ausbruch ist hinten. Ich würde trotzdem noch mal gerne versuchen, meine Dienste anzubieten. Wie euer Diener euch sicherlich berichtet hat, war meine Aussage über den Hammer wahr. Ja, und viel mehr muss ich auch nicht wissen. Wollt ihr denn nicht mehr drüber herausfinden? Ich könnte da bestimmt behilflich sein. Ja, aber denk mal drüber nach. Für das Geld, das ich für dich krieg, kann ich mir genauso gute Hilfe selbst besorgen. Von jemandem, der nicht gesucht wird. Also. Aber ich könnte euch permanent. Geh entweder helfen. Freiwillig zurück in die Zelle oder lass dich von mir dahin tragen. Deine Entscheidung. Ich will zweiteres. Gut, er tritt dich die richtig derbe in die Fresse. Du kriegst 4 Schaden. Und er packt dich. Okay. Und jetzt ist, glaube ich, nochmal der alte NPC-Mann oder so dran. Ja, der darf nochmal versuchen, aber der hat auch nicht. Der hat nur begrenzt viel Ausdauer. Einmal Schaden machen darf er noch, danach wird er wahrscheinlich zucken. Da einfach weggeschubst. Er darf nochmal 5 Schaden machen, hey. Ja, und er wird dann tatsächlich von der Wache einfach einmal mit der Axt. Ja, wird ihm eine übergezogen, er wird einfach wieder runtergeworfen. Das Ablenkungsmanöver ist vorbei. Du hast es bestimmt sehr effektiv und geschickt genutzt, so wie ich es geplant hatte. Das Einzige, was es gebracht hat, ist, alle Wachen hier auf uns aufmerksam zu machen. Ja. Ja. Offensichtlich. Jo. Sehr schön gemacht. So, ich bin jetzt dran, oder? Ja, der Reihenfolge nach bist du dran. Dann hau ich mal mit meiner Planke so, zu. Ihr begebt euch mal woanders hin. Dann hau mir. Das hat mir natürlich nicht geklappt. Ich hau daneben. Gott. Ich hau ihn auf dem Helm. Die Würfe sind heute mit mir. Gut, unser Zwerg ist dran. Ja. Lebt er noch? Ja, noch. Ah, okay. Nicht mehr lang. Nur ich werf Scheiß, sagte. Ich würde sagen, er lebt zwar noch, aber er ist ja anteilnahmslos. Ja, ich treffe halt die ganze Zeit nicht mehr. Aber dafür treffe ich gut noch mit meinem Dolch. Mal schauen. Ja, dann mach Schaden. Gut. 3 Schaden. Gut, ich gehe mal davon aus, ihr geht sowieso alle auf den erstmal. Ja. Gut. 3 Schaden. Gut. Ja, ich bin bisher, glaube ich, der Einzige, der ihm Schaden gemacht hat. Also. Ja, das sind Nadelstiche. Ja, gut. Es bleibt mir übrig. Dann legen beide wieder an, machen wieder ihre Angriffe. Trifft nicht. Oder? Die hatten doch, ja, die hatten auch wieder. Gut, einer trifft. Auf wen von euch? Nee. Ihr habt euch fürs Kampf entschieden. Nummer 1 in der Reihenfolge, den Zwerg. Yay. 3 Schaden. Ich lebe noch, keine Sorge. Wie gut noch. Lebst du noch? Ich habe noch ganz 2 Leben. Kannst du tanken, 2 Runden easy. Das ist sogar mehr Leben als ich habe aktuell. Echt? Ja. Ja. Häng noch eine Null. Häng noch eine Null hinten dran, da hast du meine. Joa, bloß doch getan bekommen. Gut, dann gut, ist der unser verprügelter Zauberer dran oder macht er jetzt nichts mehr? Er ist ausgenockt auf der Schulter. Der macht nichts. Er darf sich gern versuchen zu verteidigen, er liegt auf der Schulter. Das Ablenkungsmanöver wurde sehr effektiv genutzt, nicht? Ich bin ausgenockt auf der Schulter, ich mach gar nichts. Okay, deine Entscheidung, gut. Dann tust du nichts. Dann werde ich wohl dran. Ja, dann schlag mit der Latte. Ich glaube, dieser Kampf wirkt recht einseitig.
Ich hau mit der Planke zu. Diese Würfel sind heute, die sind gezinkt. Die sind. Offensichtlich. Ich hab. Was hab ich dazu? Ich hab 72 gewürfelt, jetzt hab ich 77 gewürfelt, dann 88, dann 80, dann 88. Das ist. Ich sag mal so, Mordi würfelt halt aber auch nur 1 bis 3 an Schaden aus. Ja. Ja, aber da geht's ja auch nicht so. So, ich glaube, der Zwerg war jetzt. Ich glaube, der Zwerg war jetzt dran. B10 ist das eigentlich so die Norm. Ich glaube, der Zwerg ist dran. Der Attentäter ist dran. Nee, der Zwerg ist dran. Der lebt auch. Der Zwerg dann Attentäter. Achso, stimmt, weil der eine Typ auf dem Boden liegt. Ah, ich treff sogar. Wieso? Mach 3 Schaden. Du machst 3 ganze Schaden. Yay. Der mit der starken Waffe, Ladies und Gentlemen. Ihr habt einen. Okay, angehitzt bisher. Das ist sogar das Äquivalent zu einer 1 bei mir, also Alter. Ja. Weiß. So, jetzt ja, der nächste. Das endet hier mit dem kompletten Partykill. 4 Schaden, verdammt. Der nächste greift bitte an. Du hast 4 Schaden, yay. Ja. Okay, jetzt sieht er schon deutlich angeschlagener aus. Okay, die 2 Wachen sind dran. Ja. Nee, ist das Szene dran. Also hat schon. Okay. Hat ja, ich nicht. Gerade. Trifft, einer trifft. Wen trifft er? Das ist halt den Zwerg. Das ist die Frage, macht einen Kill. Wen auch sonst? Gut, der Zwerg ist dann tot. Der Zwerg ist tot. Ach, scheiße. Der Zwerg. Der schießt dir einmal durch den Schädel. Du bist tot, du darfst gerne im Chat bleiben und aus dem Off kommentieren. Gerne. Warte kurz. Ja, du bist down. Gut, ja, sorry. Und mit der Beta-Version ist down gleich tot. Tot. Das weiß ich auch. Ja, ich treffe. Und mal schauen, wie gut ich treffe. 1. Meine Güte! Ah ja, die beiden dürfen sich noch bewegen. Moment. Die joinen übrigens nächste Runde eurem Kampf. Schön. Oh mein Gott. Ihr seid wahrscheinlich schon die eine Möglichkeit, wenn ihr euch nicht klug entscheiden solltet. Tja. Na gut. Next. Dann sind jetzt, glaube ich, sogar die beiden Typen dran. Trifft. Trifft. Mordi. Ganz kurz still. Gut, trifft einmal die Dame aus der Buchhaltung. Und Nont nochmal. Ich hoffe, man hat's gehört. Ja, ich hab's gehört. Zwerg. Mann, du kriegst 12 Schaden. Die Buchhalterin kriegt 12 Schaden. Lebt die Buchhalterin noch? Ja, die hat relativ viel Leben. Ich würde sagen, die hat noch 20, also müsste sie jetzt auf 8 runter sein. Was? Zwergi? Ich bin dran. Ich hab Schaden passiert. Du kriegst erstmal 12 Schaden, ja. Okay, das ist relativ viel. Ja, ich lebe gerade so noch. Okay. Muss gerade ausrechnen. Einfache Division, ja. Ihr hört auf jeden Fall eine Tür aufgehen. Ich lebe gerade noch so, ich bin sehr verletzt. Gut, sehe ich ein Bullauge irgendwo in der Nähe? Oder eine Öffnung allgemein in der Schiffswand? Da hinten wäre eine, du müsstest aber dafür über Kisten klettern. Ich bin geschickt genug, das versuche ich. Okay, dann gib mir einmal Geschick. Ja. Okay, du. Ich rate mal, du springst. Ja. Gut. Du springst. Du bist irgendwo in der See. Du ertrinkst. Es ist Sturm draußen. Nein, es ist tatsächlich nicht mehr. Ihr habt mittlerweile aber Nacht. Aha. Also die Chance, dass du da überlebst, sind da, aber nicht hoch. Gut. Besser als an Schiff gerade. Gut, damit wären jetzt
der Zauberer dran, der immer noch auf der Schulter liegt? Jo. Ja, möchte er was tun? Nein, ich habe ein HP. Gut. Ich tue gar nichts. Ich glaube, dann dürfen die anderen beiden, oder? Ja. Wäre jetzt dran? Ich habe 8 HP. Ja, die beiden Typen mit den Pistolen sind dran. Ja. Beide treffen. Geil. 12 Schaden. An wen? An dir. An dich. Du bist der Einzige, der noch im Kampf ist. Gut, ich bin tot. Gut. Herzlichen Glückwunsch, damit haben wir es geschafft mit einem kompletten Partykill und einem Aufgeben. Eigentlich ja. Guten Abend. Ist tot. Gerne wieder. Ja. Ihr habt ja eine Entscheidung getroffen, die ihr nicht hättet treffen sollen. Fantastisch. Um euch vorher vorzubereiten. Wir haben ja unheimlich gute Entscheidungen getroffen dort in der. Übrigens, Fun Fact, euer Zeug wäre hier gewesen, genauso wie ein Haufen Waffen. Ja. Ja, ich hab mir gedacht, da wollte ich als nächstes hin. Dachte ich mir. Aber da war schon zu spät. Können wir ganz kurz Ruhe haben hier? Ja, eine Schweigeminute. Eine Schweigeminute. Hey, vielleicht überlebt der Assassine. Wahrscheinlich sagen, könnte ich vielleicht noch versuchen, mit meinem Dolch mich irgendwie am Schiff festzuhalten? Wenn du einen gebrochenen Arm haben willst, ja. Damit kann ich leben. Ich glaube, das wird nichts. Und da ich festgelegt habe, was für Tiere da in dem Gebiet leben, ich glaube auch nicht, dass du so lange überleben wirst. Na gut. Die Leiterwillkür. Das ist das eine Gebiet, das ich schon fertig hatte. Ich weiß, was für Lebewesen das sind. Da hast du nicht so eine hohe Chance gegen. Ohne ich glaube, das war laut genug. Es tat jetzt einen in den Ohren weh. Damit haben wir es effektiv geschafft, jeden Teil an Story, den ich vorbereitet habe, zu skippen und einfach die komplette Gruppe zu töten. Ja. In einem Raum. Ja. Naja, theoretisch ist der Magier noch am Leben. Theoretisch. Ja. Nicht mehr lang. Magst ich bin relativ noch, unfähig. Magst du uns noch erzählen, wie es weitergegangen wäre? Im Was wäre, wenn? Was noch geplant wäre? Was wollt ihr denn wissen? Wenn wir unsere Waffen gefunden hätten, wenn wir mal einen besseren Plan gehabt hätten und mal rausgekommen wären aus dem Knast und. Wie gesagt, jeder einzelne eurer Pläne hätte funktioniert, hättet ihr ihn wirklich durchgezogen. Ja. War beschämt. Ja, Möglichkeit wäre gewesen, euch hier vorzubereiten und dann einfach wirklich nach und nach im Stealth die Wachen auszuschalten oder abzulenken, damit ihr durchkommt. Ihr hättet tatsächlich, wie gesagt, den Captain als Geisel nehmen können. Ihr hättet versuchen können, die beiden Typen zu befreien, damit sie das Schiff für euch auseinandernehmen. Ihr hättet versuchen können, das Schiff zu übernehmen. Wäre noch irgendwas anderes passiert, außer das Schiff übernehmen in diesem Abenteuer? Oder hast du noch irgendwas anderes geplant? Wenn ihr es lange genug durchgehalten hättet, wäre das Schiff irgendwann auf Land gelaufen, was es übrigens so auch tut. Danach werdet ihr durch irgendeine Aktion entkommen, zusammen mit den anderen beiden, wahrscheinlich aneinander gekettet. Und dann werdet ihr irgendwann in einem Dungeon gelandet, wo die letzte Folge stattgefunden hätte. Gut, das ist ja dann. Das hat ja ein sehr chaotisches Ende hier genommen. Das war ja. Also nur, dass ich verstehe, hätten wir absolut gar nichts gemacht, wären wir irgendwann an Land gekommen, den anderen beiden wären in den Dungeon gelandet. Ja, einfach aussitzen war eine legitime Möglichkeit. Ja. Cool. Ja. Deponia, du musst dazu zitieren, hart, dreckig. Unintensiv. Der perfekte Abschluss dieser Reihe. Es war weder hart noch dreckig, war einfach nur würfeln. Um das Zitat. Unvorbereitet gegen 16 Gegner. Ihr habt einen davon erledigt und einen einigermaßen schwer verletzt. Um das Zitat zu beenden, ich finde, er sollte noch so einen Teil machen. Warte mal, ich glaube, gibt's hier oben einen Priester? Das ist ein König. Das ist der Steuermann tatsächlich. Der eine ohne Waffen. Da irgendwie ist geistlich aus. Ist die Firma nicht mit dem nächsten Spiel pleite hier? Hm? Hier die Ding gemacht haben. Ich glaub. Deponia. Nee, ich glaube, die sind noch, oder? Sie haben Gollum zuletzt gemacht und ich glaube, das war der Genickbrecher für sie. Ja, das war's dann. Ja, aber sie haben ein neues Herr der Ringe-Spiel in Arbeit. Deponia. Yay.
Aber der Magic über eine Geschichte, die nie erzählt wurde. Ich hoffe, es ist entweder Gandalf oder wie Saruman böse wurde. Gut, aber die alten Adventures verkaufen sich noch relativ gut, Modi. Ich dachte, die wären pleite gegangen, als Ding ist. Nein, sind sie nicht. Nein, da haben sie auf Publishing gewechselt. Also Deponia, Leute, die Deponia-Reihe und Edna bricht aus-Reihe, die verkaufen sich noch wie geschnitten Brot. Dadurch kriegen die noch. Das andere Spiel. Ja, das und die Tatsache, dass Gronkh noch seine Let's Plays online hat, ist das Einzige, was diese Firma noch am Leben hält. Nee, die verkaufen sich. Ich meine das Spiel, weswegen sie doch dieses Ding hatten. Wo sie doch dann super viel Geld verloren hatten, weil sie es in CD-Hefte gepackt hatten. Meinst du das Pillars of Earth? Ja, das war ein Fehler. Ja. Aber das Spiel war sehr gut, das habe ich gespielt. Das Spiel ist auch verdammt gut. Wir haben halt den Fehler gemacht, ein bisschen Geld direkt zu nehmen. Und dann hat es halt kein Mensch danach gekauft, weil es war halt überall kostenlos. Das Spiel habe ich das quasi. Stimmt, das Spiel habe ich kostenlos gekriegt. Es war nur kostenlos auf Epic Games, das habe ich gespielt. Das ist aber sehr gut. Spielt das unbedingt, das ist ein tolles Spiel. Ja, und spielt bloß nicht Gollum, ihr werdet es bereuen. Ja, nee, Gollum ist scheiße. Ich werde es wahrscheinlich Gollum spielen. Ich werde es wahrscheinlich spielen, weil ich habe mir jetzt ein paar. Ich habe mir jetzt zwei, drei Videos auf YouTube angeguckt und ich denke auch wenn es ein bisschen vielleicht schlecht ist, ich habe Bock drauf, das zu spielen. Und also ich habe schon schlechtere. Absolut furchtbares Spiel. Also ich habe schon schlechtere Spiele gespielt. und B, das ist doch das. Ich will es zumindest mal selber spielen und mir meine eigene Meinung davon machen. Ich habe Hogwarts Legacy bei Release gespielt. Das sah deutlich schlechter aus. Das ist Hogwarts Legacy war, ich hatte das Problem. Ja, wenn du es spielbar haben wolltest, musste es schlechter aussehen als Gollum. Eigentlich ist das voll okay. Also um Hogwarts Legacy auf PC gespielt. Hogwarts Legacy schön auf der PlayStation gespielt, das war geil. Also Hogwarts Legacy musste auf dem PC 3 Monate nach Release spielen. Als die Patches rauskamen, war mein Let's Play schon fast zu Ende. Das war schon, als es dann mal flüssig lief, als es bei mir flüssig lief, war das Let's Play in den letzten Folgen. Also momentan läuft Hogwarts Legacy, also das Spiel funktioniert momentan, aber als ich es gespielt habe, hat es nicht funktioniert. Also ich habe es auf dem ausgeglichenen Modus gespielt und es lief meistens ganz flüssig. Ja, Konsole okay ist ja ist auch für Konsole auch optimiert gewesen. Der PC-Port ist halt scheiße. Gut, lass uns jetzt hier nicht über Spiele diskutieren. Warst du im Winter schon dann? Ja, also ich habe das Spiel komplett durch. Also. Nee, ich meine vor den Patches, weil ich habe selbst von den Konsolenspielen gehört, dass das nicht ging. Doch, also ich glaube, ich habe es so komplett ohne irgendwelche Patches. Maximal Day One Patch, aber ansonsten war nichts. Ja, der Day One Patch war ja der wichtige. Also gut, der am Anfang rauskam. Ja, ne, der kam. Ich weiß nicht, kam der gleich am Tag, wo sie die Pre-Release-Version? Ja, ne. Nein, nicht Pre-Release. Was außer jetzt über Games zu reden, wollen wir jetzt noch machen? Ja, das ist die Frage. Keine Ahnung. Noch ein One-Shot vorbereitet? Wir können alles das Spiel spielen, was ich geschickt hatte. Hast du noch ein One-Shot vorbereitet, Modi? Nein, ich habe das hier vorbereitet und wie gesagt, ihr habt sämtliche Story geskippt, ihr seid komplett unvorbereitet in den Kampf gegangen und habt keinen einzigen eurer Pläne durchgezogen. Also ihr habt tatsächlich die Entscheidung getroffen, die ihr nicht hättet treffen sollen. Das nochmal zurücksetzen können wir auch nicht, oder? Das ist jetzt hier. Das wäre ziemlich nervig. Gut, ihr habt es halt verkackt, damit ist die Kampagne halt vorbei. Ist positiv für mich, da muss ich nichts weiter vorbereiten. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dann leite ich halt jetzt Cthulhu hier. Gerade in den Streams. Ich meine, das letzte Abenteuer hätten wir jetzt auch noch machen können, aber. Also bei Cthulhu bin ich dabei, da kannst du mich gleich mehr oder weniger mit aufschreiben, je nachdem wann. Auf jeden Fall können wir auch jetzt im Stream mal gerade sagen, ich würde auf jeden Fall, also One-Shot-Abende, beziehungsweise maximal zwei, drei Abende. Die Empfindung ist nämlich in dieser Gruppe sehr furchtbar. Auf jeden Fall werden wir hier keine Trilogien oder ist eigentlich Trilogien ist auch schon zu viel, eigentlich schon keine Kampagnen mehr spielen. Also wenn es mal ein Kurzabenteuer ist, was vielleicht mal über mehrere Abenteuer geht, ja, aber ich finde es interessant, dass wir oben noch dass wir hier auf der Map noch die Oberseite des Schiffs haben. Ja, weil ihr an der Map hättet gehen können. Das ist so ein bisschen. Ich will nichts sagen, aber ihr habt jetzt für 6 Teile, also 6 Spielabende, ein Jahr eingeplant.
für Sephora oder über ein Jahr. Ja. Das ist halt. Die sind halt immer viel zu weit auseinander. Ja, es liegt halt an der Terminfindung. Wir können es nicht näher zusammen machen, weil früher keiner Zeit hat und wir können es auch nicht. Nee, also wir können schon früher zusammen machen, aber meistens ist sonst Zwerge die Person, die keine Lust drauf hat. Oder keine Zeit. Ist da. Und wie viele Pen and Paper Gruppen bist du denn, dass du keine Zeit dafür hast? Ich mache noch anderes als Pen and Paper, ich stream nicht ausschließlich Pen and Paper. Das stimmt, bei mir wäre die Antwort 3,5. Ich bin in einer Gruppe, Pen and Paper Gruppe, aber ich stream noch anderen Content auf Twitch, nicht nur Pen and Paper. Wechsel doch einfach den Content. Nein. Und ich hab auch keine Nerven auf das jede Woche. Das, was wir heute erlebt haben, jede Woche. Das halte ich mit meinen Nerven nicht aus. Das passiert ja nicht jede Woche, wenn man eine funktionierende. Doch, in unserer Kampagne, in unserem Trupp funktioniert das. Läuft das jede Woche. Ja, das stimmt. Das liegt auch ein bisschen an der Gruppendynamik. Unsere Gruppe funktioniert immer. Unsere Gruppe ist jedes Abenteuer so. Ich erinnere an Nuri Island. Ja, um. Ja. Will ich nur mal so festhalten. Um mal eben eine meiner DSA-Gruppen zu zitieren, es fühlt sich so an, als würde jeder irgendwie das Spotlight haben wollen und jeder sich drum streiten und jeder sich gegenseitig sabotieren. Bei allem. Also bei den Dynamik ist, die nicht gut gehen kann bei sehr vielen Systemen. Außer Cthulhu, weil da sind die Charaktere eh scheißegal. Ja, genau, und darauf ist ich darauf setze ich auch meinen zukünftigen Abenteuer aus, dass da. Dass ich das Abenteuer schreibe, was weniger an den Charakteren liegt, wo es auch nicht schlimm wäre, wenn ein Spieler ausfällt und ein anderer einspringt oder so, wo man das auch noch rechtfertigen kann, weil es halt einfach nicht nach den Charakteren geschrieben ist, sondern weil es halt einfach die Welt existiert und da gibt's Aufgaben, da gibt's Quests, da gibt's Sachen, die passieren und das da kann jeder spielen. Wenn an einem Abend das so ist, dann ist das dann. Du kannst halt nicht mitten in der Quest die Gruppe einfach ändern. Das geht halt nicht und das ist das Problem, was wir hier auch haben. Das wird, so will ich meine Abenteuer schreiben, dass das durchaus geht. Das halt, wenn das an einem Abend nicht, das dann. Das geht, da glaube ich fest dran. Nein, das geht nicht. Ich glaube, du nicht, hast ja dann nicht richtig Pen Paper geleitet. Das geht nicht. Das ging bei Pen Paper Nori Island bisher auch sehr gut. Willst du das wirklich als Maßstab nehmen? Willst du das wirklich als Maßstab nehmen? Nein, will ich nicht, aber. Dann hast du keinen Maßstab. Ja, aber das ist Pen Paper. Soll ich dir vielleicht einfach mal. Wir werden's Grundregelwerk von D&D geben und du schreibst einfach mal. Nein, auf gar keinen Fall. Wir werden's ausprobieren, Modi. Und wenn es nicht klappt, werden wir was anderes ausprobieren. Du kannst ja mal versuchen, ein DSA-Abenteuer zu schreiben oder eins von Vampire the Masquerade Wir sollten auf jeden Fall weiter hier Space Shift-Abenteuer, also da sollten wir vielleicht auch noch ein oder zwei One-Shots von machen, da hätte ich da wäre. Das ist generell eine Kampagne, die über One-Shots funktioniert, von daher. Das ging. Das könnte funktionieren. Die letzte Runde Space Shift habe ich in sehr guten Erinnerungen. Das hat, also bis auf den Internetausfall. Die hat mir auch Spaß gemacht bis zum Internetausfall. Ja, ich denke, ich werde vielleicht auch ab und zu mal hier dienen und machen mehr, oder sowas. Und mehr Abenteuer von dieser Art. Das war dann Internet mal wieder, Modi. Ja. Und mehr, vielleicht kriegen wir eine Fantasy-Reihe hin, die auf One-Shots setzt, die in einem Fantasy-Universum spielt, die dort mit dem. Ich sag einfach, fuck it, ich hol mir eine random generierte Dungeon-Map, sag okay, wir spielen D&D mit dem Kampfsystem von Dark Souls und let's go. Mal gucken, was passiert. Von mir aus. Ich hätte auf jeden Fall, also Fantasy würde ich nicht ganz aufgeben, aber nicht mehr in dem System und nicht in Mit so das System werde ich schon beibehalten, allerdings bei mir. Ja, aber. Es ist gut ausgearbeitet und funktioniert für Streams gut. Es funktioniert nicht in dieser Gruppe und es funktioniert nicht, wenn es halb gar und schlecht gemacht ist. Das muss ich zugeben. Da müssen wir, ja. Ja, gut, wir planen noch weiteres. Im Juli gibt es jetzt erstmal keinen Pen Paper Abend, weil terminliche bei Probleme. Dir nicht. Weil von mir aus nicht geht, von den anderen terminliche Findungs. Sachen, also auf Twitch gibt's kein Stream. Also es gibt auf Twitch schon Streams, aber kein Pen-Paper-Streams.
Jo, na dann würde ich mal sagen, danke fürs Mitspielen. Das war Pen, Paper, Sephora. Weikau durchs Ende. Ja, ihr habt alles falsch gemacht, was falsch zu machen war. Glückwunsch. Jo. Auf weitere bessere Abenteuer, die noch kommen werden. Kann ja nur noch besser werden. Ich schreibe auf jeden Fall kein eigenes mehr. Zumindest nicht hierfür. Und dann spielen wir andere. Ich habe auch noch auf howtobehero.de habe ich auch noch zumindest einen. Nein. Da habe ich ein vielversprechendes Abenteuer gefunden, was ich vielleicht auch mal. Nein, mach keinen Zwischenstand, bitte nicht. Tu dir selbst den Gefallen und guck in Foren und nach irgendwelchen Leuten, die was geschrieben haben. Ich meine, mein eigenes habe ich, das meine anderen, meine, die ich selbst schreibe, basieren auch auf Photobehero, aber ja. Das merkt man überhaupt nicht. Gut, ansonsten habe ich noch ein Rätselabenteuer noch geplant, das kann ganz gut werden. Da wird es keine Kämpfe geben. Oh Gott. Ach so, das Ding, ja, das könnte cool werden. Das ist ja vorhin. Das könnte interessant werden. Die Norianen, die Prequels können vielleicht auch. Die können gerne im Giftschrank verschwinden, aber ich bin gespannt drauf. Ja, mal schauen. Und von Mordi kommt vielleicht auch noch was Tolles. Spaßig. Ich glaube, als nächstes Plan wäre erstmal Norianens 3 für August irgendwann. Wie spaßig. Ja, zumindest bei dir. Dann haben wir erstmal die Trilogie abgeschlossen, das ist dann die Chaos-Trilogie. Und dann. Gut, na dann. Danke fürs Leiten heute, diese Chaos-Runde, Modi. Immer wieder gern. Ich hatte leider schon befürchtet, dass es genau dazu kommt. Gut, aber vielleicht war es lustig für die Zuschauer. Ja. Na dann. Bis dahin, ciao. Ja. Jo. Ciao.